begrüße Sie von ganz Herzen. Ich habe eine große Freude, dass Sie hier gekommen sind und zu meinem Topf Musik! Danke, ist besser. Viel zu laut. Dieser Mann hat kein Gefühl. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie von ganz Herzen zu meiner Topfpräsentation. So wie Sie sind hier gekommen, herein, so werden Sie nicht wieder gehen nach Hause. Falsche Richtung. Petit Spaß. Wenn Sie heute hier gehen nach Hause, Sie werden haben ein neues Gefühl für was esse ich, wie esse ich und warum überhaupt esse ich, ja? Manche von uns haben vielleicht gelernt, sich von Licht zu ernähren. Aber was machst du in der Nacht? Na, da ist so ein Glühbirne. No. Vor allem ist eine wichtig und ich sage jetzt meine Herren im Publikum, ja, Liebe geht durch den Magen. Und eine schöne Essen hat schon so manche Frau eine kleine Freudenträne in das Öschen gelegt, ja? Petit Spaß. Vor allem ist eine wichtig, wie bereite ich meine Essen zu? Ja, zum Beispiel Zwiebel anschwitzen. Ich sage, die Zeit ist vorbei, wo wir mit der Zwiebel unter die Achsel um den Häuserblock gelaufen sind. Ja, nur dass er angeschwitzt ist, ja? Ist vorbei, ja? Wo du gekocht hast einen Topf mit 2 Liter Wasser, damit du kannst essen eine paar Spaghetti. Und was machst du, wenn du fertig bist mit Spaghetti? Ha? Was machst du mit dem Wasser? Na, du schüttest in die Ausguss. In die Ausguss. Die Wasser, wo du so viel Energie gegeben hast. Das ist blöd. Das ist so, wie wenn du gehst in ein Bar und du siehst dort sitzen eine wunderschöne Frau. Oh, sie ist eine Göttin. Du hast dich in der ersten Sekunde in sie verliebt. Du setzt dich zu ihr. Du möchtest sie andünsten. An grillen. No, pardon. Anbraten. Du bestellst eine kleine Piccolo. Aber du bestellst nicht nur eine Piccolo, no. Du bestellst ja 2, 3, 4, 5, 6, 7 Piccolo, bis sie ganz zugepickt ist. Sie geht mit dir nach Hause. Sie zieht sich aus und legt sich nackt auf den Schlüssel. Du legst dich zu ihr, aber du ziehst deinen Mantel nicht aus. Das ist blöd, siehst du? Und das gleiche ist mit dir als im Wasser, wo du schüttest in die Ausgüsse, wo du so viel Energie gegeben hast. So weit, so Topf. Jetzt kommt die Lösung. Du nimmst Albert, der Topf, wo funktioniert mit Atom. Du gibst in diesen Topf nicht 1 Liter Wasser, nicht 2, no. Du gibst in diesen Topf 5 Millimeter Wasser, gibst Spaghetti dazu, machst Albert zu, drehst auf, ping. Und das ist die beste Essen der Welt. So schnell geht nun mal Albert. Bitte, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit einem tausenden Applaus den Meister der Zuverlässigkeit. Der Partner, der weiß, wie man Energie spart. Der Partner, der weiß, wie du machst Frauen glücklich, hilft in der Küche und bist dabei Stallard. Bitte begrüßen Sie mit einem tausenden Applaus Albert! Ja! Meine Assistentin. Hermann, bringst du die Töpfe? Ich bin schon auf der Bühne. Pardon. Hermann? Hermann, ich bin... Hermann. Merde. Scheiße. Oh. Da haben wir ein kleines Problem, Petit Problem. Da haben wir keine Töpfe. Ja, ein Kochtopf, Präsentation ohne Topf ist wie Paris ohne die Liebe. Ja, wie die Liebe mit Pariser. Oh, bitte, schenken Sie mir einen kleinen Augenblick. So etwas ärgert mich zu Tode. Ich könnte ihn erschießen. Danke. Könnten Sie vielleicht die Waffe aus meinem Gesicht geben?
Ist besser. Danke. Puh. Das ist nur Blech, ne? Achso, das ist gepanzert. Das schau her. Und das? Ah, das ist meine Stoßstangen von meinem Panda. Ja. Sagen Sie, ist es notwendig, dass Sie da so abrupt bremsen bei grün blinken? Das macht bei uns kein Mensch. Sagen Sie überhaupt her? Hä? WD! Was ist denn das? Wind-Donau-Stadt? Der Mann ist der Botschafter von Jordanien. Jordanien, da schau her. Das ist aber auch nicht ums Eck. Sagen wir, da pendeln sie jeden Tag mit ihrem Hin und Her. Das mit der Waffe ist eine sehr ungastliche Geste, wenn er das sagen darf. Das macht. Hoppala! Mein Handy. Was? Nein, muss ich abheben, das ist dienstlich. Ja? Das ist wahrscheinlich mein Komplize, der wartet auf die Atomtöpfe. Nein, das ist nicht gemeint. Dann heben Sie ab. Ja, heben Sie ab und sagen Sie mir aber auch gleich, dass Sie mich mit einer Waffe bedrohen, dass er sich auskennt. Na, heben Sie ab, Herr, es ist leider nicht ewig. Greif rein, da in meinen Sack. Ja, sehr super, danke. Jetzt haben wir wieder die Mailbox. Mailbox, pardon. Hallo? Hermann? Wo bist du? Ich sage nur, der Adler ist gelandet. Muss gleich da sein. Ist mir sehr peinlich. Ich sage Ihnen nur, 2 Stunden mit diesem Akzent. Und man glaubt, man wird deppert. Definitiv. Das wird Sie überraschen. Bin kein Franzose. Bin auch kein Koch, ne? Also Koch bin ich nur für diese Show und Franzose, weil dann die Leute glauben, dass man automatisch kochen kann. Das war nicht meine Idee. Ich persönlich mag die Franzosen nicht. Kenne aber keinen, der es mag. Also ist wurscht. Okay. Ja. Guten Abend, mein Name ist Holger Wieher. Ich bin Erfinder. Ja. Und gemeinsam mit meinem Komplizen, dem Hermann, der jetzt nicht da ist, haben wir diesen atombetriebenen Kochtopf, der jetzt nicht da ist, also diesen Atomtopf, diesen Phantomtopf quasi erfunden. Ne? Und um den unter die Leute zu bringen, machen wir diese Show. Ja. Erfinder klingt jetzt vielleicht für Sie ein bisschen komisch, aber man muss nur das Richtige erfinden. Ne? Kann man sogar leben davon. Ne? Zum Beispiel die Glühbirne. Also hätte ich die Glühbirne erfunden, war ich jetzt tot, aber reicht. Ne? Also, wo ist der Blade? Der Hermann war ein dickes Kind. So, jetzt bin ich besser. Kennen Sie das, wenn bei dicken Kindern so die Schultergurte der Schultasche so im Hemd verschwinden? Kennen Sie das? Das ist das so eine Arbeit wie der Spagat bei einem solchen Roller. Beim Hermann war das so, ja, grauslich. Da glaubt man, die Eltern haben dem Kind die Schulter schon aufs Rückgrat geschrauft. Ne? Und dann hat der Hermann gehabt unglücklich so nach innen gedrehte Beine. Ja? Da hat er beim Fußballspielen immer so geschossen, so ding, 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 ding. Haben wir Flipper zu ihm gesagt. Ja? Seine Großmutter, die Anni-Oma, hat ihm damals den Tipp gegeben, er soll doch beim Gehen die Daumen ein bisschen nach außen drehen, ja? Weil dann drehen sie die Füße automatisch mit. Ja? Wie oft er gestanden ist, hat ihn einer mitgenommen mit dem Wagen, obwohl er gar nichts. Dürfte ein Nachkriegsrezept gewesen sein. Und so Kinder wie der Hermann haben es nicht leicht in der Schule, das muss man schon sagen. Die essen so, naja, 2-3 Mal in der Woche isst der einen doofen Schwamm. Kann man schon ungefähr.
Obwohl beim Hermann war es anders, weil der Hermann war für uns als Freund, also Schulkollege, nicht wegzudenken, weil der Hermann konnte eines, der konnte dir maßgeschneiderte Schularbeiten verkaufen. Ja? Hat er keiner. Hast gesagt, weiß ich nicht, Mathematik, 2 plus, patsch, hast du das gehabt. Ja? Weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ja? Der hat damals schon gehabt einen Substituten, der statt er am Turnen gegangen ist und einen Sponsor für die Schultaschen. Ja? Verkaufen kann er der Hermann. Wir haben immer gesagt, der Hermann verkauft dem Papst ein Doppelbett. Ja? Haben wir immer gesagt. Obwohl ein Gitterbett ja weit angebrachter wäre. Ne? Ja. Ja, naja, ich möchte nicht einschätzen. Aber was uns wirklich verbunden hat, war, also heute noch verbindet, der Hermann und ich, wir sind beide riesen MacGyver-Fans. Kennt den wer? Ja, doch, ja. MacGyver. Wir haben, also, der hat zum Beispiel gebaut, der MacGyver, aus einer Füllfeder, einer Pissoir-Kugel und einem Viertelliter Wasser hat der gebaut, eine Rohrbomben. Sowas, ja. Nur mit dem Schweizer Messer. Mehr hat er nicht gebraucht, ja. Und hat aber, und das wissen vielleicht die wenigsten, fürs Fernsehen immer einen Bestandteil weggelassen, dass das eben nicht funktioniert und sich die Kinder zu Hause nicht in die Luft sprengen. Ne? Und das war genau der Bestandteil, was für den Hermann und mir ist interessant tun ist. Ne? Und wir haben ja ausnahmslos jedes Experiment nachgebaut vom MacGyver. Beim Hermann hinten im Garten, bei den Eltern, war so ein Schupfen und das war unser Labor. Ja. Da weiß ich nicht, da komme ich mal ins Labor und der Hermann kommt mir schon entgegen, er mit großen Augen, mit so einem Rohr in der Hand, sagt, der Holger, das wird groß. Ne? Dann haben wir gezunden und dann sind wir gerannt. Weit, schnell. Das war ein Wahnsinn, das war damals eine Detonation. Ja? Also die hat diese Hütte wegpulverisiert. Ja? Im ganzen Bezirk hast du keine Schrauben mehr gefunden. Das hat damals ein Loch in diesen Garten also den Garten hat es weggerissen eigentlich. Also seine Eltern haben dann das Haus mühselig wieder ausgeschaufelt mit der Hand, ne? Und haben das dann begrünt und das war damals einer der ersten Gartenteiche in Döbling. Ja? An sich unsere Erfindung, nicht? Aber das haben wir halt nicht patentiert. Nicht? Aber solche Sachen. Sonst hat uns die Schule eigentlich nicht interessiert. Das kann man auf den Punkt bringen, also gar nicht nämlich. Also außer Physik und Chemie, das waren unsere Gegenstände. Ne? Aber der Rest, so wie Geschichte oder sowas Unnötiges, ne? Gar nicht. Ne? Ich denke, die Steininger, die man angeschossen mit 10er und 50er aus der letzten Reihe, ganz hinten. Ne? Das, glaub, das steht beim Moneymaker im Windkanal. Ne? Dass die Sendung noch gar nicht gegeben, ne? Das war auch unsere Erfindung, aber wieder nicht patentiert. Ne? Aber das haben wir schon ging. Ne? Wahnsinn. Und hat dann wirklich zum Gespött aller, der ältere Dame, da haben wir schon jede Münze aufgeglaubt. Ne? Gut, da kommt bei der Lehrergehalt zusammen. Aber damals auch Fetzen Gaude, nicht? Heute blöd, unreif. Ne? Sie hat das auch mit einem nicht genügend belohnt. Oder im Ethikunterricht sind wir gesessen, haben gesungen, 10 kleine Negerlein und solche Sachen. Das darfst du heute gar nicht mehr. Nicht? Außer in Kärnten, da muss man singen, glaube ich. Da steht es im Lehrplan. Aber sagen wir, in einem richtigen Bundesland darfst du gar nicht mehr 10 kleine Negerlein singen. Ne? Dann haben wir gebaut, das war also ja, für zukünftige Ingenieure heißt das Bauhof. Es ist eigentlich ein bisschen Basteln für Fortgeschrittene. Haben wir gebaut, so einen Resonanzkasten haben wir da gebaut aus Holz. Da haben wir ein Loch reingemacht und haben dann so eine Latte montiert und das mit 6 Seiten bespannt. Die konnte man so stimmen. Und ob dieser Optik haben wir das Getraffe genannt. Ja, und ich weiß nur, wir haben eh Zeit. Ein verfeinerter Prototyp ist da. Vielleicht kennt das jemand von Ihnen. Das wäre witzig. Wo ist. Ah, da. Kennt es wer? Ha? Ja, ist von uns. Ja, hat sich, also, vielleicht irgendwann einmal spricht sich's herum. Und auf dem kann man spielen. Der eine mehr, der andere weniger. Und das war der Anlass, wo wir einander damals geschworen haben, also sollten wir die Schule jemals abschließen, dann werden wir Erfinder. Weil das ist etwas, das kannst du nicht lernen. Das hast du einfach im Blut, ja. Kinder, wir sind Erfinder, wir sind die Lösung zum Problem und das viel geschwinder. Mit Leuten wie Gutenberg und Kaplan
Heben wir uns ab von den Wappeln. Wir haben die zündende Idee. Zu jedem noch so kleinen Geh. Was wäre die Burg ohne Theater? Die Wussow ohne Vater? Der Goethe ohne Faust? Der Einrechtplan, wenn's da nicht passt? Der Rosenberger ohne Autobahn. Der Rosenberger ohne Autobahn. Was wäre der Winzer ohne Traube? Die Liesel Wagner ohne Haube? Der Mann von früher ohne Tlapper? Und der Jesus ohne Papa? Der Ficus ohne Benjamin. Der Ficus ohne Benjamin. Was wäre Ostern ohne Ei? Der Dörfler ohne Partei? Der Deckel ohne Schachtel und der Höppel ohne Achtel. Der Strache ohne Immigrant. Der Strache ohne Immigrant. Was wäre der König ohne Krone, die Biene ohne Drohne? Der Storch ohne sein Nest, der Augustin ohne die Pest. Was wäre der Nazi ohne Jud, der Kaffee ohne Sud? Der Jager ohne Schrot und der Ravinar ohne Tod. Was wäre der Papst ohne Moral, der Heilige ohne den Gral? Der Weltkrieg ohne Pole und der Lugner ohne Kohle. Was war der Glöckner ohne Bugel und der Mozart ohne Kugel? Der Himmel ohne Stern, was war ich hab die ohne Gern? Kinder, wir sind Erfinder. Wir sind die Lösung zum Problem und das viel geschwinder. Mit Leuten wie Edison und Otto machen wir Reis aus dem Risotto. Die Lösung liegt uns auf der Hand, doch wird von niemandem erkannt, außer uns in dem Land. Herr Mann! Danke schön. Also, wenn es interessiert, wir haben die Schule abgeschlossen. Ja, in 7 Jahren, wir haben das in einem Block durchgezogen, dann. Da wächst man zusammen. Ja. Und haben dann wirklich, also ziemlich gleich nach der Matura, haben wir dann ein Kreativbüro aufgemacht, der Hermann und ich. Haben eigentlich ein ziemlich großes Geschäftslokal gemietet und da hat jeder einen Schreibtisch gehabt und dort sind wir gesessen. Und haben geschaut und gewartet, nicht? Bis die Muse einschießt und bis viel geschaut, viel gewartet eigentlich. Ja, viel, da kommt man schon auf Ideen. Ne? Und dann sitzt irgendwie der Hermann, weiß ich noch, sitzt da so dort und nimmt sich einen Kaffee und sagt, gib mir einen Zucker rüber und den Zucker. Und nimmt damals so einen Würfelzucker, nur wie man auf Ideen kommt, ja, nimmt einen Würfelzucker und legt den auf ein Lineal und gibt so einen Radiergummi drunter. Und damals mit einem fein gesetzten Handkantenschlag, ja, schieße dem Hermann den Zuckerwürfel, ja, durchs ganze Büro, ja, direkt in sein Kaffeehäferl rein. Good morning. Ich schieß dem durchs ganze Büro. Ja, die sitzen da, die hätten sich jeden Tag so zuckern. Weiß ich nicht, durchs ganze Büro. Das, wenn mir das zweimal gelingt, ruf ich in Gottschalk an. Ja, dem Hermann rinnt der Kaffee vom Scheitel da runter. Ja, ins, also direkt über den Laptop in Nobel. Er springt auf und sagt, Holger! Und ich denke, jetzt ist Streit. Und er sagt, Holger, das wird groß. Pass auf, wir bauen Riesenkatapulte, ja, mit denen man ganze Autos durch die Luft schleudern kann. Das verkaufen wir dann der MA67. Ja, und die können ganz gleich, wo auch immer ein Wagen falsch parkt, in Wien, schießen die den bis nach Simmering. Ja. Das ist eine super Idee, Herr Mann. Ja, super Idee. So, ich hast du dir überlegt, wie die Wageln dort ankommen. Ne? Er hat gesagt, das ist doch Wurst, das ist ein Wurst. Das war immer alles Wurst, Wurst immer. Wurst hat er gesagt immer. Ja. Merkst du, ein Döblinger Einzelkind. Ne? Wurde nicht gespiegelt offensichtlich. Ne? Ich bin jetzt nur ganz kurz aus dem Konzept, weil ich in Sorge bin, ob dem Hermann was passiert ist, weil das ist schon eine ordentliche Verspätung. Ich habe gesagt, fahren wir gemeinsam her. Er hat gesagt, nein, er fährt extra. Und der kann nicht Auto fahren. Das glaubt man gar nicht.
Es gibt keinen, der schlechter Auto fährt als der Hermann. Da ist mir jeder lieber auf der Straße mit einem 120 Jahre ÖMTC-Mitglied, Pickerl, Hilfe. Drei hier drauf als der Hermann. Wirklich. Das glaubst du nicht, glaubst du nicht. Und das ist aber wirklich lang jetzt. Weil da hat er sich einmal ausgeborgt, ja. Zum einen Fetzen bei einer Frau. Von einem Freund hat er sich ausgeborgt, ein X5, diese bayerischen Schlachtschiffe. Da ist ihm damals beim Einparken ist ihm der Airbag aufgegangen. Ja. Die Dame war beeindruckt. Ja. Nachhaltig, sie und ihr Peitschenschlag. Ja. Aber da kommen, in seiner Familie kommen alle zu spät. Alle, ausnahmslos, ausnahmslos. Bis die Weihnachten feiern hat der Schwede Knut. Okay. Ja. Aber die feiern immer Weihnachten. Das, es ist unglaublich, ja, ich mag jetzt nicht den Hermann ausrichten, aber es ist unglaublich, wie sich eine Familie zerstreiten kann. Ja? Da haben wir damals erfunden, ganz kurz, dass Sie sich auskennen, ein Gelsenvernichtungsmittel, ja? Den Moskitotod, den MT2000, so haben wir das genannt. Ja? Ich mag jetzt keine Negativwerbung machen, aber dieses Autan, ja, mit dem man sich da einsprüht, das stört ja Milch bedeutend mehr als die Gössen. Nicht? Weil das Tier kommt erst gar nicht, ja, aber meine Hände bicken und mein kompletter Körper stinkt. Nicht? Also so. Und bei uns ist es anders, der MT2000, mit dem sprüht man sich auch ein, ja, er ist wohlriechend, das Tier wird angelockt, ja, setzt sich auch her, sticht dich auch, ja. Naja, kommt schon noch was. Ja, aber wir sind ja nicht ganz. Ja, naja, so ist es ja nicht. Ja. So, setz Stich auf. Aber in der Millionstelsekunde, ja, wo der Stachel des Tieres in die Pore eindringt, kommt es zu einer kleinen Explosion, patsch, die das Tier in 1000 Fetzen zerreißt. Ja. Patsch, ist schon weg. Ja. So wie vom Klang her, wie diese Knallerbsen, die es früher gibt, die so im Papier, ein kleiner Lichtbogen prickelt ein bisschen auf der Haut und ist schon tot. Ja. Und dadurch werden es auch weniger. Nicht? Jetzt haben wir gesagt, das ist es. Mit dem werden wir reich werden. Da macht mein Weltpatent. So etwas war noch nicht da. Ja, und ich wollte mein Weltpatent anmelden und ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal ein Weltpatent angemeldet hat, aber das ist ein Schriftverkehr, das ist der Staatsvertrag, ein Vorwort dagegen. Da musste also eine Versuchsreihe nachweisen, musste man da. Und ich habe dann gesagt, machen wir den klassischen Laborversuch mit der Laborratte, wie man es kennt. Und der Hermann hat aber gesagt, nein, machen wir den Feldversuch mit einer kleinen Feldmaus. Nicht? Unnötige Wortklaverei jetzt. Ja? Und das hat damals die Anni-Oma gehört. Hermanns Großmutter. Ja? Und die hat uns einen, wie man sagt, einen Baum aufgestellt. Hat gesagt, nein, von wegen Stopptierversuche, die armen Viecherln. Und da darf man sich gar nicht wundern, dass die Welt so ausschaut, wie sie ausschaut. Hat gesagt, nur über meine Leiche. Ja? Hat selber zwei Chinchilla im Kasten hinten hängen. Nicht? Aber die dürften an einer Naftalin Überdosis erlegen. Aber das hat sie verdrängt, sei er verziehen, ja. Vorrecht des Alters, wurscht. Und hat sich aber im selben Atemzug als Laboroma zur Verfügung gestellt. Nicht? Jetzt habe ich gesagt, bitte gut. Nicht? Meine Oma ist es, ich hätte ja noch eine. Nicht? Dem Hermann ist offensichtlich wurscht. Nicht? Jetzt haben wir die Anni-Oma leicht, aber doch in Würde gekleidet, eingesprüht und haben sie hintergebracht zum Gartenteich, den wir Jahre zuvor dort schon angelegt haben bei den Eltern, ne? Und haben dann aber doch in einer sicheren Forscherdistanz mit Schutzbrillen haben wir hinten gewartet auf das Einsetzen der Dämmerung. Ja, so. Und also kaum, ja, kaum, dass die Sonne untergegangen war, war da hinten also eine Fetzerei, ein ohrenbetäubender Lärm, ja, das hat gedröhnt, ein Lichtbogen, das glaubst du, schwarz dann ein Gartendirl zusammen da hinten in der Nacht. Und das hat damals der Anni-Oma ihr Herz nicht mitgemacht. Jetzt ist uns die da im Liegestuhl verendet. Jetzt haben wir natürlich einen Erklärungsbedarf gehabt. Also der Hermann mehr als ich, weil ich habe nur eine Großmutter gehabt. Aber
dann doch der Familie gegenüber, nicht? Weil er hat dann gesagt, das ist mein Herz, das waren wahrscheinlich die Stimmenverluste der Sozialdemokraten. Nicht? Weil das passt immer. Nicht? Und der Opa war ein Eisenbahner, die haben wir wollen müssen damals. Nicht? Also das war ja irgendwie ehrlicher. Aber unter uns, das waren die Gößen. Ohne Frage, zum ersten viel zu viel. Es waren Schwärme, die auf die Anne-Oma niedergegangen sind. Ja? Und dann war das Mittel viel zu stark dosiert. Das ist, ob man Sirup trinkt. Ne? Aber ich sage, darum macht man ja Versuche. Ne? Darum macht man. Und mit 92 war die nicht mehr gewachsen. Ne? Da war, aber was ich sagen wollte, warum sich die Familie so zerstritten hat, weil wir sind im Nachhinein draufgekommen, dass die Anni-Oma dem Hermann das komplette Erbe überschrieben hat. Offensichtlich der Lieblingsenkel. Und an dem kiefelt die Familie heute noch. Ne? Und insofern war dieses Gelsenvernichtungsmittel, also der MT2000, das eigentlich bis jetzt einzige Produkt, mit dem wir einen Gewinn erzielt haben. Ne? Also trotz des großen Verlustes auf der anderen Seite. Ne? Aber das darf man so nicht sagen, weil ich meine, die Familie, die hat uns ja hergestellt, als wären wir Terroristen. Ich bin kein Terrorist, was ist denn? Das ist ein ganz normales iPhone, Jelt. Da hebt man ab, indem man mit dem nackerten Finger von links nach rechts fährt. Ja, und da sagt man Hallo, freundlich. Das ist ja, kann ja für einen Botschafter nicht so schwer sein, freundlich Hallo sagen. Ha? Bist ja nicht der Türkische. Das gehört ein bisschen zum Berufsbild, oder? Nein, das in meinem Kofferraum ist ein atombetriebener Kochtopf. Ja, ist auch eine Waffe, ja, in der Küche. Da gibt man rein zum Beispiel 4 mm Wasser, ja, gibt die Nudeln gleich dazu, macht den Topf zu, 1, 2, bing, fertig, so schnappt sie noch nicht gegessen. Was? Räumt sie mein Auto aus? Wo tut sie die Töpfe? Wer räumt mein Auto? Wo fahren wir hin? Bitte? Und mein Panda? Na, den können wir doch nicht stehen lassen, bitte. Die schleppen mich wieder weg. Was ist das für eine Spritze? Ich brauche keine Spritze. Ich bin geimpft gegen alles, kannst du sicher sein. Ja, ich brauche keine Spritze. Ich habe Angst vor Spritze. Warum wäre ich auf einmal so müde? Anni, Oma, bist das du? Es tut mir leid. Die Geschichte mit der Anni, Oma, die hat den Hermann damals sehr stark zugesetzt. Mir auch. Die Anni, Oma sehr gern gehabt. Die Anni, Oma war eine Seele. Jetzt wirklich. Aber es wäre nicht der Hermann, wenn er nicht. Der hat damals rapide 40 Kilo abgenommen. Kann sich kein Mensch vorstellen, ja? Und hat aber, es wäre nicht der Hermann, ja, wenn er nicht sofort wieder ein Profit daraus geschlagen hätte, hat er damals ein Buch herausgegeben: Die Hermann-Methode. Ja? Ich habe gesagt: Hermann, du kannst kein Buch übers Abnehmen herausgeben. Sagt er: Wieso? Schau mal, ich habe 40 Kilo weniger. Sag ich, weil du seit einem halben Jahr nichts isst, sondern nur mehr rauchst. Das ist ja kein Tipp zum Abnehmen, du bringst ja die Leute um. Hätte mir wurscht sein können, ja, aber er hat es unter meinem Namen herausgegeben, weil er den Rechtsstreit mit der Anni um ihre Erbschaft. Jetzt war das die Hermann-Methode von Holger Wieher. Jetzt habe ich den Dreck auch noch lesen müssen. Ne? Ich habe das damals gelesen und gesagt, Hermann, das ist fahrlässig, wenn man deine Tipps im ersten Kapitel einhält, stirbt man. Ich habe gesagt, fang später an. Das war's. Da hat er durch ganz Österreich eine Lesereise zusammengestellt. Da kommst du in Ortschaften, da willst du nie sein. Da möchte ich nicht einmal tot über einen Gartenzaun hängen. Mir hat das dann gereicht. Ja, wir haben vorwiegend gelesen in Mehrzweckkellern und Pfarrhöfen, was aber wurscht ist, wohin niemand kommt. Ja, wir waren oft unter uns, nur wir, Ding, mit dem der aufgesperrt hat. Dann.
zu erniedrigen. Und mir sind echt gereicht. Die letzte Lesung, weiß ich noch ganz genau, hat stattgefunden im Pfarrheim in Sickertskirchen. Keine Offenbarung. Da beim Runtergehen in diesen Feucht, in dieses Biotop fast, möchte man sagen, so eine Mischung aus Schweiß und Weihrauch von allem zu viel. Und dann saßen da zu meiner größten Verwunderung drei Araber. Wahrscheinlich die heiligen drei Könige, die keiner angeholt hat, die das Morgenland gesucht haben damals. Und zwei ältere Damen vom katholischen Jungfrauenverband, die ihre Rosengrenze hochgefahren haben. Und ich. Hier haben wir im Hintergrund alles gecheckt und ich bin gestanden auf einer Bühne, so eine Mischung aus Toccatoffeln und Europaletten. Und dann war so ein Tuch, das ist das Leichentuch von Turin, eher neuwertig dagegen. Und da habe ich dann gelesen, ja. Dann habe ich gesagt, aus der heutigen Sicht, ja, ist mir völlig klar, dass das eine Schwachsinnsidee war, wenn ein Schilddrüsenbevorzugter wie ich ein Buch über das Abnehmen präsentiert. Ne? Der DJ Ötzi hat auch keinen Opernführer herausgegeben. Ne? Aber die Andrea sagt, der Hermann hat den Zwilling im Mond. Na, bitte. Also die Andrea kennen Sie nicht. Woher auch? Andrea ist meine Freundin. Na, sie ist heraus. Obwohl, Freundin ist zu wenig, für das kenne ich sie zu lang. Frau war zu viel, für das habe ich zu wenig geheiratet. Die Andrea ist mein Lotto-Sechser. Ja, ist die Liebe meines Lebens, ja. Die Andrea habe ich damals kennengelernt, da war ich 14. Genau. Da ist sie mit ihren Eltern in die Ortschaft gezogen, wo ich gewohnt habe. Ja. Wahnsinn, ist das lang her. Wie wir ausgeschaut haben, ja. Da habe ich gehabt so lange Haare, so Federn, so lang, ja. Immer fett, ja. Die Haare, ja. Da habe ich gehabt so eine Jeansjacken, die habe ich jeden Tag habe ich die getragen, über Jahre, die hat gestunken noch zwei Tage, die war getränkt in diesem Gemisch, ja. Die hat meine Mutter nicht waschen dürfen, die ist hergestellt, die hat weitergewogelt, die hätte man fast typisieren müssen, die hat. Super. Dann habe ich gehabt so eine Jeans, ja, klar, und die Jeans aber so zusammengerollt, ja, und die Tennissocken drüber und dann in die Jogginghaine. Das war damals lässig, ja? Wenn ich heute ein Foto von damals sehe, schneide ich es da an, weil das ist peinlich. Ne? Ja. Das war schon toll. Ich denke, was wir bei der Andrea in dem Zimmer einfach nur so gesessen sind und da hat Zeit irgendwie überhaupt keine Rolle gespielt, als hätten sie die Zeit angeschafft. Wahnsinn. Was wir da geschmust haben. Hm? Also die Andrea hat mich zum Mann gemacht. Hat mich entbubt. Das hätte ihr Vater nicht wissen dürfen. Wenn ihr Vater das damals erfahren hätte, also der hätte mich... Also mit Sicherheit einmal umgebracht, ja? Wahrscheinlich irgendwo im Wald vergraben, am nächsten Tag wieder ausgegraben, viergeteilt, geteert, gefedert, auszünden und meine Asche im Gatsch vertreten. Irgendwas ganz Wildes. Aber das hat doch jeder gemacht. Wir waren Teenager, ja? Mehr Wimmerl als Gesicht. Man muss sich doch ausprobieren. Das war eine schöne Zeit. Und dann weiß ich noch, kommt eines Tages die Andrea zu mir und sagt, sie geht jetzt, um zu studieren, nach Amerika. Und das war damals ein Moment, aber ich glaube, mir reißt es den Boden unter den Füßen weg. Das war die Hölle. Das weiß ich noch ganz genau. Und dann sind wir gesessen am Abend vor dem Abflug und haben einander geschworen. Also wenn einer dem anderen was sagen will, dann schickt das zum Polarstern und der andere kriegt es. Hat er nicht gegeben, dieses Skypen oder was, gar Mailen oder so. Das war ja nicht. Ne?
Und irgendwann ist der Kontakt aber abgerissen. Ja. Ich habe damals schon gesagt, also ich warte. Aber jetzt, ich habe mir dann oft überlegt, wie lang warten wir, dass man nachher sagt, man hat eh gewartet. Also wie lang. Schwere Entscheidung. Ich habe mich dann für aktiv warten entschieden, nicht? Dass man auch den Anschluss nicht verliert, dass man weiß, wo man selber steht, aber die Richtige war halt nicht dabei. Nicht? Oft denke ich immer, die größte Angst des Mannes besteht ja darin, dass er die Richtige findet. Nicht? Weil dann hast du es, die kehrt da. Ja. Kriegt man oft nur mehr schwer weg. Ne? Ja. Mit viel Geld. Ja. Man, wenn ich denke damals, also nur für die Männer jetzt einmal kurz, die Renate, ja, die war so ein, naja, die Renate, die hat mich zum Beispiel gefragt, ja, nüchtern, bin ich die Richtige für dich? Ich sagte, naja, also wie jetzt richtig? Hat gesagt, aber da gibt es doch überhaupt kein Wie jetzt, da gibt es doch nur ein Ja oder ein Nein. Dann sage ich, naja, nein. Nicht, weil das ist ja Wahnsinn da jetzt, nicht, das ist Verhör. Dabei, die war fürchterlich, die war höchstgradig pedantisch, die Renate. Die hat die Schmutzwäsche gebügelt, bevor sie es gewaschen hat. Solche Sachen hat die gemacht. Ja. Dann, da war ich mit einem Fuß noch in der Duschtasse drinnen, ist sie schon gekommen, mit einem Saugfegen durch die Armatur nachpoliert, ja, wegen der Kalkflecken, ich hab so ein hartes Wasser, hat sie mir gesagt. Ja. Dann hat sie, da haben wir gewohnt, Maria-Hilfer-Straße, 6. Bezirk, 6. Stock, Dachgeschosswohnung damals, ohne Lift, logisch. Da hat sie 10 Minuten länger in die Wohnung gebraucht als ich, ja, weil sie jeder Partei hat die Tiertacken gerade gekriegt beim Vorbeigehen. Ja. Das, zu Weihnachten hast du 5 Minuten dazugegeben, dass das Kranzerl gelotet. Das musste alles ganz fürchterlich sein. Ich habe damals gesagt, Schatzi, bitte bewirb dich für den Hausmeisterposten. Da machst du ganz genau dasselbe und wir wohnen gratis. Nicht? Was damals böse, die Frau Magister. No. Nach der Renate. Ist gar nicht so schlecht, am Inventur machen. Nach der Renate. Nein, das ist nicht. Dann war die Sigrid. Boah. Da waren sie neidig, die Buben. Die Sigrid. Die Sigrid war im Boxenluder. Da hast du gewusst, so schaut die Sünde aus. So muss sie aussehen. Da habe ich immer gesungen für sie. Sigrid. Die zarteste Versuchung, seit es Implantate gibt. Es waren Berge, Berge waren das. Leider war die Almhütte unbewirtschaftet. Das hat sie verlaufen. Das ist nur am Anfang lustig, nicht, dass man dann. Aber da braucht lang nichts anderes. Aber wir haben dann irgendwie, sie hat dann nichts geredet, ich werde zugehört und das war dann. Aber das weiß ich noch, nach der Sigrid war ich sehr einsam. Es war eine sehr einsame. Der Hermann ist damals gekommen mit, da war vielleicht jemand von Ihnen dabei. Der Hermann ist damals mit dieser Idee gekommen, das war damals ganz neu im Internet und zwar eine Plattform www.love.at. War da wer dabei? Kein einziger. Das gibt's nicht. Auch keine Frau. Mo. Das ist fast wie bei den Freiheitlichen. Ha? 27% und keiner hat ein Grätzl gemacht. Das ist völlig harmlos. Da kann ich kurz erklären. Das ist eine völlig harmlose Geschichte. Also www.love.at, ja, dann erstellt man sich ein Profil. Der Hermann hat sich zum Beispiel ein Profil erstellt, hat sich genannt Roberto, ja, hat sich 10 Jahre älter gemacht, 20 cm größer, Fies gerot gekriegt und hat sich dort sehr manierlich beschrieben, also wer er nicht ist und wen er nicht kennt und Christi, Gschasti. Und ein Foto hatte er auf seiner Seite, ja, wo er dem Gandhi die Brünen putzt. Ja, also sagen wir, wie man übertreiben kann. Ja. So hat sich der Hermann präsentiert. Ich habe mich dort auch präsentiert und habe dann so herumgechattet und habe damals kennengelernt, die Patricia hieß sie. Ja. Ja. Auch mit Bild. Ne? Also ist nicht wie die Sigrid, aber genug zum Hingehen.
dass man sagt, schau mal, kostet nichts. Ne? Und haben das so herumgechattet mit ihr und wir hatten dann tatsächlich ein Blind Date, ein Rendezvous. Haben wir einander getroffen da in Wien, im, wie heißt das da, beim Kirchenwirten, da im Haashaus haben wir einander getroffen. Ja. Oben, ja. Ja, dauert oft länger, ja, das, bis der hinten ist, das hat sich... Und ich bin ein sehr pünktlicher Mensch und saß schon dort und dann ist die Patricia gekommen, also man muss eigentlich sagen, sie ist erschienen, ist sie. Und wie sie so dort stand, im Türbogen, auch mit ihrer roten Rose im Knopfloch, ich auch meine rote Rose im Knopfloch, hatte ich so das Gefühl, das ist so wie ein Uhu noch ein Waldbrand. Ja, so, also dieses, kennen Sie diese alternativen Frauen, die man so ein bisschen riecht, bevor man sieht? Ja? So Alternative, wo du sofort Alternative suchst. Ja, wo du, also Achselhaare, dass ich glaube, ob dir zwei Pudel unterm Arm. Ja, spät, Juli, trief, nass. Nicht? Ich habe instinktiv mit zwei Bissen meine Rose verschlungen. Aber es gab keinen Entkommen, weil sie hat mich erkannt. Weil ich trottel über mein Bild ins Internet eingestellt. Mir wird direkt schlecht, wenn ich mir das denke. Dann, sie hat sich dann daher gewälzt. Ja, hat sich dann hergesetzt. Im Halbliter-Gebinde hat sie Aperol-Spritzer bestellt. Ich weiß bis heute nicht warum, aber die dieses Kontrastmittel getrunken ist, dass sie auf eine Operation vorbereiten oder ähnlich. Und hat mir 1000 Geschichten erzählt, wo mich keine einzige interessiert hat. Ich habe dann, dem Kellner habe ich die ganze Zeit schon einen leichten Deuter, so im Sinne von Zahlen. Zahlen, okay, Zahlen. Obwohl der ist hinten gestanden, hat blöd gelacht, nicht, wobei ich Angst hatte, dass er mir statt der Rechnung ein Beileidschreiben der Belegschaft bringt, nicht, der mit der hässlichsten im Raum. Und haben wir die Geschichten angehört. Sie hat dann irgendwann, ich meine, Gott, wie soll ich das? Auf der anderen Seite, also ich möchte es nicht oberflächlich erscheinen, ja, also nicht noch oberflächlicher. Also, naja. Lieb. Auf der anderen Seite lieb, also bemüht. Ja, also im Grunde ihres Herzens bemüht. Es ist ja selten, dass sie hätten eine bemüht. Ne? Und ich glaube, wäre es hier zum Äußersten gekommen. Und von dem waren wir äußerst weit entfernt. Ja? Aber ich glaube, die hätte versucht, sich nach dem Geschlechtsverkehr in ein Kistenbier zu verwandeln. Oder irgend so ein Kunststück. Sie hat meine Abneigung dann gespürt, ja. Irgendwann hat sie so, als würde sie so einen Schalter umlegen, hat sie sich dann so zurückgelehnt in ihre Achselhaare rein, ja. Und hat dann gesagt, ja, ich triff auch noch andere Männer, ja, ich soll mir da jetzt nichts einbilden, ja. Sie hat zum Beispiel morgen ein Rendezvous mit einem gewissen Roberto, ja. Das ist der Optiker vom Gandhi, hat sie gesagt. Sag ich, danke, danke und Baba für alles. Ich bin damals runter beim Haashaus, ich schwöre, runter und habe mir geschworen, wenn ich heimkomme, ich lösche das ganze Internet. www.löschen.at, patsch, weg. Der Trend geht zum Buch. Wir werden wieder lesen lernen. Und ich bin damals runter die Kärntnerstraße und dort stand ein Straßenmusikant und dort habe ich mich hingestellt und habe ihm zugehört und das war nach all diesem Wahnsinn Balsam für die Seele. Wirklich. Und wie ich dort stehe, sehe ich aus dem Augenwinkel die Andrea. Andrea, wow. Und irgendwie vom Gefühl her habe ich meine Jeansjacken wieder angehabt und ich bilde mir ein, um uns herum hat es ein bisschen noch zwei Takte gerochen und wir sind damals Hand in Hand schweigend in den Stadtpark gegangen und haben uns dort auf eine Parkbank gesetzt und eine ganze Nacht lang am Polarstern geschaut. Kitschig, ne? Das merke ich jetzt, wo ich mir das erzählt habe. Sehr kitschig. Aber sie machen sowas, ja? Ich meine, es ist nicht so, dass wir nicht streiten. Wir streiten schon, wir hauen uns sogar das Geschirr nach. Aber ich sage, es ist etwas ganz anderes, wenn du weißt, wen du treffen willst. Ja, dann hat es eine ganz andere Energie, ne? Ach so, entschuldige, das wollte ich eben, entschuldige. Jetzt eben sagt die Andrea, der Hermann hat den Zwilling im Mond oder der Mond im Zwilling, das weiß ich nicht. Tatsache ist, dass er die Däpfe im Auto hat und ich Ihnen das jetzt nicht zeigen kann. Wirklich, ich schwöre Ihnen, niemand wäre ohne diesen Topf nach Hause gegangen von Ihnen.
Da kann jeder kochen, sogar ich. Mir brennt das Wasser an einmal. Wenn ich das weiß, nehme ich was anderes mit. Wir haben 1000 Sachen erfunden. Wir haben zum Beispiel die sprechende Windel. Kennt ihr wer? Kennt das wer? Na, kennt ja keiner. Die haben wir erfunden, weil meine Schwester, die Uli, damals ihr erstes Kind bekommen hat, den Ferdinand Julius. Ja. War nicht meine Idee. Ja. Ferdinand Julius. Und sie hat gesagt, und Eltern werden das im Raum bestätigen, dass man beim Kleinstkind von außen nicht erkennt, ob das Kind angelullt oder angegaxt ist. Ja. Weil sie sagt, angelullt, kein Problem, das tragen die Windeln, das sind gute Produkte. Und angegaxt ist es nur so, dass wenn man das Kind dann hier so am Arm hat und so touchkelt von hinten, dass durch dieses mechanische Touchkerl, ja, das Material innen warm wird, dadurch weicher den Weg nach oben sucht und also irgendwann den Rand der Windel verlässt und sich dann weiter nach oben arbeitet und so zwischen Kindesrücken und Strampler rauf und spätestens, wenn es da ausgedruckt beim Haaransatz, ja, dann hat es jeder im Raum im Nasal. Das kriegst du auch an dem Abend nicht mehr raus. Das Kind ist auch nicht mehr sauber zu bekommen. Das kannst du eigentlich nur mehr ankärchen. Ja, und das ist für Leute ohne Garten wieder mühsam, dass die wo zur Tankstelle für ein Kind ankärchen. Das sieht nicht einmal die Fekte gern. Und das heißt was, wenn einer in der Öffentlichkeit sein Kind ankärchen. Wir haben als Ingenieure das Problem sofort erkannt, ja, und haben entwickelt damals einen Sensor, der ist so Daumennagel groß, ja, und den pflanzt man hier ein im Schritt, also nicht bei mir, sondern beim Kind, im Ding, und der misst das Material und sagt dann Lulli oder Gaxi, ja, auf 11 Sprachen. Ja, also auf den Weltmarkt ausgerichtet. Ne, das war eine Botzenidee. Also die Uli war ganz begeistert, ja, sie hat dann... Irgendwann hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen, ist, glaube ich, nur ein Feuchtigkeitsschluss, ist eine Kleinigkeit, weil irgendwann hat dieser Sensor dann den Ö3-Verkehrsfunk empfangen. Das sind Ferdinand Julius bei den Geister vor, kisch aus dem Schlaf raus, der war hellwach. Ne? Und sie hat uns in der Sekunde den Probanden entzogen. Ne? Sind wir da gestanden. Ne? So einer Ratte kann ich keine Windel anziehen. Ne? Jetzt hätte ich das selber testen müssen. Ich hab das probiert. Du hast als Erwachsener, nicht inkontinenter Mensch, also was du nicht gewöhnt bist, gibt es eine gewisse Hemmung, dass du bei vollem Bewusstsein am höllischen Tag. Geht nicht. Und glauben Sie, wir haben nicht nur eine Mutti gefragt, ob sie uns vielleicht ihr Kind für einen Feldversuch leiht. Ne? Und das war nach dem, was wir mit der Anium erlebt haben, kein leichtes Unterfangen. Ne? Da waren wir schon gebrannte Kinder. Naja. Die Uli, meine Schwester, hat dann, in ihrer suffisanten Art, hat sie dann gesagt, macht's euch doch selber ein Kind. Sag ich mir her, Mann. Das geht noch nicht, das schafft nicht einmal der Vatikan. Ne? Sag, aber nein, mit Andrea, hat sie gesagt. Na, okay. Die Uli gehört überhaupt zu den Frauen, die ab dem Zeitpunkt, wo sie gewusst hat, dass sie schwanger ist, hat sie jeden, ausnahmslos, der ihr kinderlos entgegengekommen ist, gefragt, wann ist denn Berg so weit? Ha? Wann ist denn Berg so weit? Schau, bei mir ist schon so weit, sieht man schon was. Ha? Wann ist denn Berg so weit? Wann ist denn Berg so weit? Immer. Familienfeste, ich, meistens, weil ich mit der Andrea neben den Eltern gestanden bin, gefragt, wann ist denn Berg so weit? Ha? Wann ist denn Berg so weit? Ihr seid aber schon langsam. Ha? Es wird aber Zeit. Wann ist denn Berg so weit? Sag ich, gar nicht! Hör auf, bitte, das ist ja krank! Aber nicht, weil ich der klassische Karrieremann bin, ja, sondern weil die Andrea unfruchtbar ist. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Entschuldige. Das weiß ich, weil der Trottel nicht kommt. Entschuldige, das war jetzt zu viel. Das ist unfair. Das stimmt doch nicht. Ganz kurz. Das ist sehr unfair der Andrea gegenüber. Wir waren beim Arzt. Anders. Das Ei wandert. Also nicht meins, das
Aber das bei der Frau, ja, das war. Das ist ein vorgegebener Weg, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Es hat sich über Millionen Jahre bewährt, das passt. Ja, so. Aber es gibt einen Moment, wo das Ei vom, also das Ei von der Frau, ja, und das vom Mann, nicht das Ding vom Mann, wo das zusammenkommt. Ja. Und wenn das passiert, braucht es in dem Augenblick, in dieser Tausendstelsekunde, 100%. Ja. Und an dieser Stelle hat die Andrea nur 8-12% Ei. Ja, also für einen Windeltest völlig ausgeschlossen. Ja. Ja, ich war da überall dabei beim Gynäkologen. Und als Mann beim Gynäkologen, also so groß kann der Raum gar nicht sein, stehst du in den Weg. Braucht man sich nicht. Da kriegt das Wort wertlos eine ganz neue Bedeutung. Also unnötiger bist nirgends. Überall dabei. Und wir haben alles versucht, es. Weiß ich nicht, diese Shiatsu, Shia-Auf-Massagen. Dann Pendeln, das ganze Kamasutra, auf, aber das ist vielleicht am Anfang sehr lustig für den Mann überhaupt nicht, weil dann hat er in der linken Hand hat dann so einen Wölzer, ja, und dann, dass sie mit dem Knie und ich mit der Nase da und auf einem Bein, eben da links dieses Buch, ist ja so ein Oberarm, ja, dann gegenüber vom Spiegel, dass du schaust, ob das passt, wie du da stehst. Rechts ein Wecker, weil du musst ja in der Sekunde musst du ja einlochen quasi, dass das Ding, ja, und das mit meinen Bandscheiben, da bleibt ja jeder. Jede Erotik bleibt auf der Strecke, das geht gar nicht. Dann haben wir Schüsslersalz, ihr kennt das wer? Diese kleinen weißen Tabletten, die man sich unter die Zunge legt und dort zergehen sie. Ja? Das ist das Einzige, was sie machen. Ja? Dass sie nehmen müssen um 8 Uhr dreimal die 9 und viermal die 11, ja, und am Abend umgekehrt. Also ganz kryptisch, ein halbes Jahr lang, hat gar nichts gebracht. Das zweite Halbe habe ich nehmen müssen. Ja? Ich habe noch nie so eine Verdauung gehabt, aber ich brauche das nicht. Ja. Dann, was haben wir noch? Pendel. Genau, dann hat sie gesagt, unsere Wohnung, also nein, das Bett steht schlecht, hat sie gesagt. Ja, hat sie dreimal in der Woche hat sie unser Bett umgestellt, was bei 45 Quadratmetern eigentlich realistisch nur zweimal geht. Ja, wenn du nicht durchs Bockrohr schlafen gehen willst. Also. Dann hat sie gesagt, wahrscheinlich liegen wir auf einer Wasserader. Ist gekommen einer mit seinem Birkenast, dem hat das Astl um die Uhrwascheln gehabt. Ja, sie hat niemand erfangen in unserer Wohnung. Ne? Sie also sagt, siehst du, Herz, ich hab's dir gesagt. Sag ich, Schatz, wir haben eine Fußbodenheizung, das muss ausschlagen. Das geht gar nicht anders. Das ist für einen Menschen mit einem technischen Verständnis ein Stich ins Herz. Sie versteht das nicht. Sie versteht das nicht. Wir haben Wasser im Estrich und sie hat trockene Füße. Sie versteht das nicht. Sie versteht sie nicht. Das verstehe ich nicht. Die hat 4 Jahre lang einen Harzkörper gesucht. Da habe ich gesagt, wir haben. Das. Ich darf mich gar nicht aufregen. Entschuldigung. Das geht sofort aufs Herz. Na, das ist ja Wahnsinn. Ich möchte dir Wandheizung gar nicht erklären. Na, die Beziehung stand wirklich auf das Messers Schneide, kann man sagen. Sie hat dann. Also, das ist ja nicht lustig, nicht? Aber die Andrea war so weit, sie hat an Adoption gedacht. Wo ich aber damals gesagt habe, nein, es geht sich nicht aus für mich. Es geht nicht. Weil das ist eine Kinderüberraschung. Ja, da weißt du nicht, was du kriegst, ne? Das sagst du auch, dass nicht noch einer sagen kann, wie man gesagt. Denke ich mir halt, da ziehst du ein Kind groß und es sitzt dir dann irgendwann einmal am Tisch gegenüber und grinst dir auch wieder Feimann. Na, gratuliere. Ich kann den Planeten verlassen, ne? Das schaust du ja. Sie hat dann das eigentlich gerettet, die Beziehung, weil sie hat mir geschenkt zum Geburtstag etwas für uns beide. Das ist witzig, ich bekomme immer was für uns beide ist. Aber, ja. Da lernt man Krawatten schätzen. Ja. Hat sie mir geschenkt so ein Kuvert, ja, da waren so lauter kleine Sternerl drauf gepickt, wirklich ganz putzig, sie macht das immer so ein Gutschein für eine Paarastrologin. Ja. Ich war auf das nicht gekommen. Ja. Und die kann man sich auch so vorstellen, wie man sich eine Paarastrologin vorstellt, und die sind halt hin, nicht? Zahlt was und. Aber die schaut mich an in der ersten Sekunde ihres Lebens,
ja, und sagt zu mir, Sie können mit Geld nicht umgehen. Aha. Sag ich, ja. Gut, muss ich sagen, Gnädige, wenn ich mir Ihre Preisliste anschaue, ja, muss ich Ihnen recht geben, nicht, weil was da recht steht, ist ja nicht von dieser Welt. Nicht? Die andere Klasse sagt, hör doch auf, du zahlst das ja eh nicht. Na, dann nimmt die meine Hand, ungefragt, ja, und sagt, Sie werden Ihr Glück in Irland finden. Sag ich, na, das ist ein Humbug, ja, weil dort war ich noch gar nicht. Da kann ich es nicht verloren haben. Ne? Und sagt, Andrea, wir gehen. Hat sie gesagt, nein, du bleibst jetzt da. Habe ich gesagt, bitte gut, dann horche ich mir jetzt an, was die Dame mit dem Kopftuch dann noch zu sagen hat. Bitte, soll mir recht sein. Dazu muss man wissen, ich bin im Sternzeichen Stier. Wobei die Dame mit dem Kopftuch gemeint hat, Fisch wäre besser. Sag, tut mir leid, ne? Das habe ich gewusst, das hätte ich mir anders vorbereitet. Ne? Und die Andrea ist wieder und da hat sie dann gemeint, also wie war der, ja, also Fisch oder Stier, also gerade, dass ich noch eine Existenzberechtigung habe, ja, Fisch oder Stier. Und wieder dieses Ding, wenn da, so was, wie war das, ja, wenn da die Kredenz im vierten Haus am Löwen steht, ja, dann kann sie auch nichts machen, ja. Aber, und jetzt kommt's, Empfängnis ist nicht ausgeschlossen. Und da habe ich gewusst, dass es ein völliger Schwachsinn ist, ja, nach all dem, was ich mit dem Herrn Primar nämlich besprochen habe, dass die Andrea nur 8-12% Ei hat. Und der für mich wertloseste Satz, Empfängnis ist nicht ausgeschlossen, war für die Andrea der Halt. Ja, dann diesen Satz klammert sie sich an. Und sie macht das gut. Also es funktioniert mittlerweile. Es funktioniert besser, wenn keine Kinder in der Nähe sind. Aber es passt, ja. Und die Lage sich zusehends entspannt. Ja. Also, das darf die Andrea nicht hören, aber wenn es nach mir geht, morgen, 5, 2 Buben, 2 Malen, 1 Hund. Ja, ja, klassisch. Ne? Und das ist ja, du, entschuldige, man wächst ja rein in die Verantwortung. Die sind ja nicht gleich schulreif. Das ist ja, muss man nicht gleich durchtragen. Das ist ja langsam, wächst man ja mit der Verantwortung. Du hast ja gesehen bei meiner Schwester, der Ulli, ist ja alles, wo die Frauen wahnsinnig gemacht werden im Vorfeld. Auch schon begonnen mit dieser Schwangerschaftsgymnastik. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Wenn das eine Frau bist, du hier nicht weiß, es ist zu spät. Ja, da braucht die kannst du schenken und das geht vor auf Urlaub, ist dreimal vernünftiger. Nicht? Aber und ich meine, was braucht denn das am Anfang, so ein Bauchsel, so ein kleines Scheißerl, wenn du das dann da hast? Was braucht denn das, dieses Würmchen? Was braucht denn das, so ein Kind? Wir brauchen Details. Wer haben diesen Satz gesagt? Der Adler ist gelandet. Wer hat diesen Satz? Wer hat diesen Satz gesagt, der Adler ist gelandet? Neil Armstrong, 1969. Und der Mann, der da anruft, das ist Neil Armstrong. Ja. Wir werden das überprüfen. Was haben Sie zu tun mit Neil Armstrong, Mahatma Gandhi und dem Terroristenführer Oma Annie? Einiges. Wir werden auch das überprüfen. Und wenn dieser Mann nicht Neil Armstrong ist, dann schneiden wir dir die Gurke ab. Oh. Es gibt bei uns ein Sprichwort, das lautet,
Achalamachi, kanalm dudlam, halte mal am Achalamachi. Gesundheit. Das heißt übersetzt, ein Mann ohne Gurka trägt bei uns die Burka. Ist formal richtig. So, Jesus Maria, also eine Stunde ist vorbei. Mal entschuldige, ich habe nicht, das ist schon gut. Ich habe mich jetzt total verplaudert. Es tut mir jetzt sehr leid, weil ich würde jetzt sagen, wir brechen das jetzt, weil wenn er nicht kommt, dann kann ich ihn... Oh, pardon. Oh, ich bin ein Eckwerkopf. Ich hätte Ihnen präsentieren können in dieser Zeit etwas viel Besseres. Wir haben mit, ich habe mit, ja. In meiner Gruppe habe ich eine Gurkenobel. Wir haben erfunden eine Gurkenobel. Diese Obel wird Ihr Leben verändern, ja. Bitte geben Sie mir eine kleine Sekunde. Ich muss präsentieren Ihr kleinen Vorhang zu, ja. Als Monsieur Le. Und dann werden Sie aber Augen machen. Wo? Pardon. Was ist das? Ein Kuvert. Mit einem großen Herz, eine kleine und noch eine... Oh, was steht da? Wir lieben dich. Femme Post. Für Monsieur Le. Femme Post von Polizei. Der Foto von Rata. Aber das ist nicht mein Wagen. Ich kann überhaupt nicht erkennen, eine Nummer? Ha, was ist? Was steht da? Primatdoktor? Das sieht mir eher aus wie ein... Andrea! Oh, danke schön. Sie sind noch da. Ja. Pardon, diese kleine Unterbrechung. Zurück zu diesen Kinder. Pardon, ich bin da. Zu dieser Gurkenobel. Mit dieser Obel können Sie nicht nur eine Kleinkind, ein Gurke schälen, sondern auch Karotte schwängen. Pardon, Karotte schälen. Diese Obel wird Ihr Leben verändern. Ja. Pardon. Offensichtlich hat sich mein Leben gerade verändert. Das ist kein Foto von Radar. Das ist ein Foto von Ultraschall. Ich werde Vater. Und die Mutter ist die Andrea. Das ist doch super. Das ist doch toll. Das ist doch was Feines. Das ist doch. Es kommt jetzt ein bisschen unerwartet zugegeben, aber mein Gott, der richtige Zeitpunkt ist nie, ne? Und immer. Nämlich auch für die Andrea, ne? Ich meine, dafür, dass sie keine Kinder kriegen kann, ist sie schon ganz schön schwanger, nicht, wenn ich das so... Ich meine, da ist die Sternentante mit ihren Löwen auf der Kredenz näher dran als der Herr Primar. Das stimmt mir schon ein bisschen bedenklich. Gut, gut. Ein bisschen schlecht. Das passiert im Österreicher im Schnitt 1,4 Mal im Leben. Mir heute gleich einmal. Ne? Dass ich mit dem Kreis mit Ihnen, das haben wir dann genauso vorgestellt, wenn es soweit ist. Das ist einmal was anderes. Ne? Das ist einmal weit weg von Alltag. Das ist... Na, man sieht überhaupt nicht, was es einmal wird. Ne? Schaut ein bisschen aus wie eine Mondlandschaft. Wie, hä?
Ja, ich bin der Neil Armstrong. Herzog oder Kaiser von China. Wahnsinn. Ich werde Vater. Zum ersten Mal in meinem Leben verstehe ich Menschen, die im Affekt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben kleine Bier trinken. Ja? So, das ist so richtig ausgeschächern, ja? So bis zum Verlust der Muttersprache, so auf Punkt und Komma, so ein Liter Serverbrenner vom Onkel Rudi, gerade eingestellt, hinten ins Rückenmark, zack, so auf. Ja. Gut, das wird an dem Umstand nichts ändern. Ne? Das ist ja. Witzig, anderer Umstand, ne? Wahnsinn. Ich meine, das geht ja schon. Was liegt, das biegt. Ich meine, das ist. Was soll ich dem Kind mitgeben, bitte? Was soll ich dem Kind mitgeben? Außer der Gabe, dass man aus einer Konservendose einen Vergaser bauen kann. Ja, aber wie oft braucht man das im Leben? Dann, wie soll das Kind heißen? Jetzt brauche ich einen Namen für das Kind. Um Gottes Willen, ich habe keinen Namen für mein Kind. Ich bin der Einzige, der keinen Namen für sein Kind hat. Gut, wenn es ein Bub wird. Holger. Ja. Wenn es ein Mädel wird. Helga. Helga. Es liegt, Helga liegt auf der Hand. Ja. Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Da hinten hat das wer gesagt. Wer hat gesagt, feig? Ich bin nicht feig. Das dürft ihr nicht sagen. Das hat mit Feigheit gar nichts zu tun. Das sind zwei Broschüre. Nicht feig sagen. Ja? Ich habe schon alles gemacht. Ich war tauchen, gehe ohne Sauerstoff. Brauche ich nicht. Ja, ja, raften, gehe ohne Helm. Brauche ich nicht. Ja, Nordic Walken, ohne Stecken. Ja, nicht. Ja. Feig, das sind zwei Broschüre. Das ist was. Das hat mit Feigheit gar nichts zu tun. Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Ja? Trotzdem, ist was ganz anderes, kann man nicht vergleichen. Das ist bei mir viel ärger. Gut, jetzt schauen wir mal, was wird, ob ich vom Gas ist. Das brauche ich nicht mit dem Namen. Das. Na, wird schon ein Bub werden. Ha? Da bin ich nicht gepfuscht. Mann, mit dem werden wir so viele Sachen machen. Wir werden miteinander Fußball spielen. Ja, wir gehen kicken miteinander, lernen im Skaberl lernen. Und dann werden wir zangeln am Moped, werden wir beim Zweitakter, werden wir einen Vergaser ausbauen, Siebel putzen, schwimmen oder errichten. Ja, was kann sein bei einem Zweitakter? Mehr kann nicht sein. Ja, dann, ja da, na, die Kerzen können verrußt sein. Da stößt man abrennen und. Funken stehen mir in mein Auge. Braucht man kein Lehr. Und dann stehe ich mit meinem Sohn in der Garage. Ja? Nein, ich stehe mit meinem Sohn in der Garage. Und wir trinken ein Bier. Ja. Und führen Männergespräche. Ist ganz wichtig. Männergespräche, dass er sie auskennt. Weil irgendwann geht er raus und dann zirkt er herum mit seinem Freund und was Gott, dann hat irgendwann eine Freundin und sicher wird mein Sohn eine Freundin haben. Ne? Warum sollte der keine Freundin haben? Ne? Ist ja lächerlich. Ganz so hübsch wahrscheinlich. Vielleicht ein Topmodel. Dann mitfahrt mit uns auf Sommerurlaub. Zwei Wochen oben ohne neben mir am Strand liegt. Das wird ein Urlaub am Bauch. Das wird ein Mädchen. Das weiß ich jetzt nicht, ich sehe es nicht. Das ist dann wird es ein Mädchen. Na, das ist ja wurscht, bitte. Mit einem Mädchen kannst du ja ganz genauso, als gerade als Vater, kannst du mit einem, wenn es ein Mädchen wird, da kann ich genauso. Nicht, also. Ding halt. Oder sagen wir gerade die Andrea, für die Andrea wäre es super. Nicht? Die Andrea führt dann mit ihr Frauengespräche. Ist ganz wichtig, die muss sich auch auskennen, bevor sie rausgeht, weil sie zirkt auch herum mit ihren Freunden und Freundinnen. So schnell braucht man die keinen Freund anbringen. Nein, ja, ganz sicher.
Na sicher nicht. Ja? Na vielleicht so ein Volltiller mit der Hose in der Kniekehle unten. Ja, was da ritzt hinten, da genau so. Ja, mit einem Schirmkapperl, das glaubst du, hat einen Schanigurten ausgerammt. Okay, da geht mehr Eisen im Gesicht, dass meine Schneeketten und doppelt beschriftet. Na, so ein brauche ich nicht. Entschuldige, jeder geistig noch so unterbelichtete. Na, okay, dann wäre ich. Da scheu. Da werde ich ganz genau, weil jeder geistig noch so unterbelichtete kann heute Vater werden, ja? Nicht me. Ja, ich bin. Entschuldige, zum Lenken eines Mopeds brauchst du einen Führerschein. Ja? Für so einen Windelbursche genügst du, wenn du einen Zumpferl in der Hose hast. Beziehungsweise kurz nicht. Nicht? Und mit dem kommt sie dann nach und verschwindet hinten in ihrem Zimmer und ich sitze davor und höre das. Nicht? Wie sie da. Da hängt vielleicht der Kind an, oder? Der hat da drinnen überhaupt nichts verloren. Ich muss meine Tochter aufklären. Na sicher. Und zwar nicht irgendwann, sondern gleich mit 17. So. Hallo, mein Schatz. Ja, alles Gute zum Geburtstag. Ja. 6.30 Uhr ist nicht mitten in der Nacht. Bitte nimm Platz, ich habe dir was ganz Wichtiges zu sagen. Ja. Anders. Weniger ist mehr. Es geht immer. Ein ganzes Leben lang. Es gibt in der Wirtschaft Angebot und Nachfrage. Ja? Und umso höher die Nachfrage ist, ja, umso niedriger kann man das Angebot ansetzen, weil die Nachfrage den Preis in die Höhe treibt. Treibt den Preis in die Höhe. In die Höhe treiben. Nicht treiben, sag mal bitte, sag mal, was hast du mit deiner Mutter? Nicht treiben. Anders. Der Oliver und du, ihr habt euch lieb. Bitte? Nicht mehr. Aha. Seit wann? Urlang. Ja, 2 Wochen. Du schau her. Aha. Und jetzt? Billy. Du bist verliebt in dein Regal. Haha, ja, entschuldige, der Papa, das Elend hat einen Witz gemacht. Na, ich war immer sehr lustig, du wirst es nicht glauben können. Ja, so, bitte, Billy. Soll mir recht sein. Wie schaut der aus, der Knabe? Mega super cool, das habe ich befürchtet. Das habe ich. Gut. Anders. Deine Mama und ich, wir haben einander kennengelernt und wir waren in der ersten Sekunde ineinander verliebt. Ja, das gibt es. Aber wir waren viel älter und wir haben uns Zeit gelassen. Wir haben uns Zeit und. Das ist es, was ich dir eben sagen will. Der Billy. Und du. Ihr seid unterwegs. Und es wird später. Und dadurch auch natürlich viel dunkler. Dunkler. Und ihr kommt in eine Situation, wo der Papa nicht dabei sein kann. Ja? Ja? Also der Billy wird sagen, es gehört dazu, aber es gehört nicht dazu. Ja? Und schon gar nicht in der ersten Nacht. Das riecht ja mal aus dem Burm. Ja? So, und wenn du was brauchst, mein Schatz, dann sollst du wissen, dass du jederzeit zu mir kommen kannst. Ja? Schlaf dich aus. Genauso gehört's gemacht. Ganz genauso. Und da habe ich Talent. Da habe ich ein Talent, da kann ich mich in das Kind reinfühlen. Das Kind muss mit jedem Problem zu mir kommen können. Ganz gleich welcher Natur. Weiß ich nicht, ob es ein Haus auszünden hat, ob es schlechte Schulnoten hat. Das Kind wird in die Schule kommen. Das wird sich gar nicht vermeiden lassen. Gottes Willen. Da
Dann bin ich ja wieder mit Lehrern konfrontiert. Der Lehrer. Der kürzere Geist am längeren Ast. Dann höre ich wieder Ausdrücke wie Stirnreihe oder Vanillemilchbackerl. Und irgendwann kommt mein Kind vielleicht mit einem schlechten Zeugnis nach Hause und ich sage in einer ersten Reaktion, sage ich, geh bitte! Ein Dreier in Geschichte! Ist ja völlig unnotwendig! Gerade Geschichte ist ein Lerngegenstand! Und kaum habe ich diesen Satz gesagt, könnte ich mich ohrfeigen, weil ich nicht glauben will, dass er aus meinem Mund gekommen ist. Und dann werde ich vielleicht vorgeladen beim Elternsprechtag. Oder nein, ich bekomme eine Extra-Einladung vom Herrn Lehrer und darf mich ihm gegenüber fühlen wie ein kleiner Wurm, wie ein Vollidiot. Schauen Sie. Herr Wieher. Herr Wieher. Warum ich Sie habe zu mir kommen lassen. Ihr Herr Sohn hat sich doch tatsächlich erblödet beim gestrigen Schulgottesdienst aus der letzten Kirchenbank mit einem selbstgebauten Katapult eine 2-Euro-Münze direkt durch das ganze Gotteshaus in den Opferstock zu schleudern. Jetzt frag ich Sie, Herr Wieher, was sagen Sie dazu als Erziehungsberechtigter? Zwei Euro sind zu viel. Das muss alles die Andrea machen. Ich darf da nicht einmal hingehen. Das schadet dem Kind. Ich darf da nicht einmal hingehen. Das muss alles die Andrea machen. Ich meine, entschuldige, wie stellt sich die Andrea das überhaupt vor? Ich werde Vater und die Windel ist im Entwicklungsstadion. Das ist. Wo sollen wir überhaupt wohnen? Wo sollen wir denn wohnen? Wir haben ja nichts. Wir brauchen doch am Anfang braucht man doch so ein kleines Wagen, so einen Maxi-Cosi oder was nicht. Und dann zum Liegen ein Liegewagen, zum Essen ein Speisewagen und zum Schlafen ein Schlafwagen. Nicht? Und dann einen Wagen, wo ich die ganze Wagen reinbringe. Na klar, dann kaufen wir einen Kombi, wie jeder vorher mit einem Kombi. Nicht? Ich habe mir geschworen, ein Kombi ist mein letztes Auto, da liege ich nur mehr. Für ein Kombi. Oder kaufen wir einen Bus, wir haben sie ja nicht. Aber was soll das Kind? Was koche ich dem Kind? Was soll dem Kind? Das muss ich was essen. Gut, erstes Jahr ist Vollpension. Das brauche ich noch nicht. Aber dann, na eben, wo wohnen wir? Bitte weiterhin in dieser 45 Quadratmeter Wohnung? Da werden wir es bald da drinnen haben, das Kleine. Oder in dem super Haus von der Andrea im Onkel, da im Waldviertel, bitte. Das Einzige, was da trocken ist, ist der Brunnen. Da kannst du ja nicht wohnen. Nur kein Johann, der Schwammerl am Kopf lauter fegt. Das ist ja. Wir wollten doch immer selber bauen. Ich hab doch alles im Kopf. Ich hab doch den Plan für ein komplettes Cyberhaus im Kopf. Ich bin doch Ingenieur. Ich hab doch. Am Rollgeräusch meines Wagens erkennt mein Garagentor, dass ich es bin und geht auf, lautlos. Dann habe ich oben im Schlafzimmer eingelassen in den Boden 2 Schienen und wenn es mir gefällt, drücke ich auf einen Knopf, die Terrassentüre öffnet sich und ich gleite mit meinem Bett hinaus auf die Terrasse und schaue mir den Sternenhimmel an. Und wenn der Andrea kalt wird, gute Nacht, mein Schatz.
Und unten im Wohnzimmer, ich habe einen Swimmingpool mit Gegenstromanlage und über dem Ganzen schwebt mein Erfinderzimmer und dreht sich mit der Sonne. Und das ist auch leistbar. Da musst du gar nicht in der Bank beschäftigt sein. Das ist leistbar. Ja? Du musst nur vorher das Richtige erfunden haben, was Gott wie die Glühbirne oder irgendwas wie das, irgendein Klumpert, was nichts kostet. Und jeder braucht, der das Post-it zum Beispiel, das gelbe Hirn, das von selber pickt. Ja, das hat erfunden, wenn es interessiert, ein Chemiker, ja, der hat sich geärgert, dass der war beim Kirchenchor und hat sich geärgert, dass ihm beim Singen immer diese Merkzettel aus dem Liederbuch fallen. Der hat das Post-it erfunden und das Post-it, und das ist das Perverse daran, klebt fest mit einem Kleber, der an sich viel zu schlecht klebt, um als Kleber am Markt Bestand zu haben. So kann man das ablösen. Ne? So, das hat der verbunden und mit dem verdient die Firma heute Hausnummer. 100 Millionen Dollar im Jahr. No. Da kann ich mir meine Gegenstromanlage, ja, die kann ich mir mit Weihwasser befüllen lassen. Dass man da Ratzinger Flascherl, weil es aus Lourdes hertrug. Ich gedacht, kein Schmattes für einen Heimweg. Das spielt Geld keine Rolle. Ich sag dem Dichern, aus einem Anlassfall muss es mit der Kronenzeitung so gegangen sein. Der huckt am Häusl wahrscheinlich, hat nichts, was reinwischt. Ja, denkt sich, wie ist denn die Krone? Ja, so passieren Sachen. Fragen Sie mich nicht, wie die bunte Beilage entstanden ist. Ja, aber wenn das. Und ich weiß, wir sind am richtigen Weg. Ich spür's doch. Ja, wenn wir mit unserem Atomtopf, den haben wir nicht einmal da hergebracht jetzt, ja, aber wenn wir mit dem in die Werbung kommen, oder im Fernsehen musst du sein, dann bist du wichtig, wurscht womit, ja, ins Fernsehen musst du, in dieses Silent Cooking, diese Sendung, wenn der da mit den Füßen nichts redet bei der Arbeit, wenn der da Silent Eddie schneidet, in unseren Topf, ja, oder eine eigene Sendung, oh, Monsieur Lö, deine eigene Sendung, oh, wo, Küche, oh, wo sagt man, Wohnung unmöbliert mit Küche und Albert. Dann sind wir reich. Reich muss ich gar nicht werden. Mit der Luft schon reichen, wenn es reicht. Wenn ich dann oben sitze in meinem Erfinderzimmer, dann rennt das. Wann rennt denn das? Was haben wir denn jetzt? Dezember? Jänner, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. August, September. Bis auf September ist Jungfrau, oder? Stimmt das? Ja. Ja, durchaus. Sagt mir ja nichts. Aber ist auf jeden Fall ein Sommerkind. Sommerkind, ne? Sommerkind. Sommerkinder verbrennen, wenn du das Ling lässt. Ne? Ja. Ja. Winterkinder erfrieren, ne? Ist die ausgleichende Gerechtigkeit. Ne? Ich frage mich ja überhaupt, wie es der Mensch geschafft hat, bis zur Erfindung des Wollpullovers nicht ums Leben zu kommen. Ja? Ich wette, den Wollpullover hat den Neandertusse erfunden. Da ist kalt! Was sagt hier immer Lulli und Gaxi? Das ist eine Windel. Und die funktioniert mit Atomantrieb? Nein, das sind die Töpfe. Und seit wann ist Neil Armstrong der Kaiser von China? Ja, seit wann? Bin ich der Herold oder was? Blah! Ich meine, so ein Kind muss man sich doch auch leisten können. Ich frage mich oft, wie machen das andere? Das ist ja. Ich meine, das kostet ja Geld. Ich meine, meine Schwester, die Uli, hat schon immer zu mir gesagt, ein Kind würde dir gut passen. Sag ich, ja, Uli, eine Rolex würde mir auch gut passen. Sag ich, aber hör doch auf, Kinder und Geld haben doch nichts miteinander zu tun. Sag ich, ja, Uli, nur Kinder ohne Geld werden nicht alt.
Ja? Und da hat sie eine Theorie, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Sagt sie, schickt der Herr ein Haserl, dann schickt er auch ein Graserl. No, sag ich ja. Und mit diesem Graserl kannst du dich dann ganz genüsslich errochen. Ja? Während die Herrschaften von der Fürsorge des Kindes einen Arm nehmen. Ne? Aber da sagt sie, aber irgendwo wirst du was finden. Sag ich, Uli, brauch nichts finden, ich bin Erfinder, ich bin stolz auf meinen Beruf. Und zur Not finde ich mich einem AMS, weiß ich nicht, gemeinsam mit 300.000 anderen Halbmotivierte. Ja? Und warte, dass mich der Notstand ereilt. AMS, wissen Sie, was das bedeutet? Arbeit mit dem Schmäh. So. Ich spiele Ihnen jetzt ein Lied vor, Sie haben es verdient. Das AMS-Lied. Wir hätten dafür Sie einen Job als Maurer. Mhm. Elektriker oder Installateur? Was ist mit dem gesucht wird Fliesenleger? Ich muss schon sagen, dass ich nicht gern dreckig wäre. Ich muss Ihnen sagen, dass ich nicht gern dreckig wäre. Gut, dann trage ich mir das einen im Personalbogen und dann passiert Ihnen sowas auch kein zweites Mal. Es tut mir sehr leid. Büro sucht Aushilfskraft für Sekretärin. Bitte was? Erforderlich ein Hochschulstudium. Ein was? Jetzt sehe ich, Sie sind Handarbeitslehrerin. Ja, ja. Das ist egal, da schulen wir Sie um. Sie machen was? Das ist egal, da stricken wir Sie um. Glaubt oder verkehrt? Willkommen beim AMS. Wann wer von Ihnen verschlaft, kriegt Ara SMS. Willkommen beim AMS. Bitte kommen Sie, wann Sie Zeit haben, alles nur kein Stress. Willkommen beim AMS. Wir zahlen das. Die Vorstellungsgespräch von letztem Monat hab ich verpasst, tut mir leid, na war keine Zeit. Ich ging halt aber gerne hin, wenn lohnt. Doch von meinem Pfuschen daneben leben wir zu zweit. Doch von meinem Pfuschen daneben leben wir zu zwölf in vier Länder. Trautl. Sie haben ein volles Vorstrafenregister. Na und? Hier steht auch, Sie sind Alkoholiker. Er sagt wer. Schauen, sagen Sie mir, was Sie gern werden wollen, Herr Inspektor. Hätte ich weiß schon. Ich weiß schon. Ich wäre gerne Innenminister. Ich wäre gerne Innenminister. Gut, dann trage ich mir das ein in Ihrem Personalbogen und nach der nächsten Wahl, so wie es ausschaut, sind Sie wahrscheinlich sogar die erste Wahl. Willkommen beim AMS. Aus einem Querschnitt im Rollstuhl machen wir das Stewardess. Willkommen beim AMS. Wenn Sie nüchtern sind und gewaschen, dann begrüßen wir das. Willkommen beim AMS. Der Freund aus unserem Nachbarland passt besser in ein Arbeitsgewand. Willkommen beim AMS. Schauen Sie, ich dränge ja nicht, es war nur schön, wenn Sie wieder hakeln gehen. Willkommen beim AMS. Wir zahlen das. Dankeschön. Ich meine, so ist es nicht, weil die Uli, meine Schwester, die hat ja leicht reden, nicht? Weil ihr Mann, der Bernd,
Und ja, der trägt ja tonnenweise Geld nach Haus mit seiner Superversicherung da. LUT, wir versichern Leben und Tod. Das ist der schwachsinnigste Slogan, den ich überhaupt jemals gehört habe. Da zahlst du ein Leben lang dafür ein, dass jemand versichert, dass du irgendwann einmal sicher tot bist. Ja? Und wir sind alle bei ihm, das hat's gut aufgestellt. Wir sind botzig aufgestellt. Ne? Ich habe zu Uli gesagt, sag ich, wie hältst du diesen Langweiler aus? Ich verstehe dich nicht. So, das Einzige, was dir von sich gibt, ist aufpassen, 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 Kind Brenner, aufpassen, geht der Hochwasser haben, aufpassen, 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 aufpassen. Ganzen Tag. Sag ich, wie sollst du zu einem Kind kommen, wenn du nur aufpasst? Ja, das versteht. Dann gesagt, ist dir schon mal aufgefallen, dass ihr eins geworden seid mit dem Unternehmen von Bernd? Ja, du kommst rein, Fußabstreifer, LUT, Regenschirm, LUT, Kita-Stiefel, LUT, ja, Kaffeegeschirr, LUT, Christbaumkugeln, LUT, alles. Sag ich, wenn es den Bernd dort nicht mehr brauchen, kannst du einen Flohmarkt aufmachen mit den ganzen Klumpert. Nicht? Also, aber sie war schon immer so chillig unterwegs, die Uli, da war so. Oh Gott, deswegen bin ich mal gekommen mit einer Idee und war halt ein bisschen aufbrausend. Da hat sie zu mir gesagt, jetzt komm einmal runter. Leg dich einmal her, mach einmal dein Hemd auf. Ich habe sie hingelegt, habe mein Hemd aufgemacht. Ja. Legt sie mir den Ferdinand Julius, ja, so ein Ding, damals nackt, nackt auf die Brust. Ich werde in der Sekunde stocksteif, ja, weil ich Angst habe, dass das Geschrappel oben rollt, links oder rechts. Obwohl ich glaube, der ist sogar in der Haushalt drinnen. Hier ist der Bernd auf. Glas- und Kinderbruch, ich glaube, das ist dabei. Aber es ist ein Mutzmatschka mit Schriftverkehr ohne Ende. So. Und sagt, der Hautkontakt ist ganz wichtig wegen dem Bonding. Weil die Kleinen kommen ja an sich ein Jahr zu früh auf die Welt. Uli, bitte, nimm das Kind aber sofort. Uli, was heißt denn hier ein Jahr zu früh? Sag ich, wenn eine Giraffe auf die Welt kommt, ja, dann kann sie gehen. Ja, recht und schlecht, aber sie geht und das nach 1,50 Meter freier Fall. Sag ich, der Ferdinand Julius ist jetzt bald ein Jahr alt und er kräht halt so irgendwie in Lurchgegend durch den Raum. Ja, sag ich, das ist doch weit weg von. Sag ich, bitte wein nicht, wird das nicht immer gleich so sensibel? Sag ich, er geht sicher super, oder wie das heißt, aber es gibt sicher eine Tabelle, wo er genau reinpasst, aber das ist ja im Sinne der Evolution, wenn du ein Jahr liegen bleibst, da brauchst du um Kamatura kümmern, wenn dich da keiner mitnimmt. Das ist doch. Und dann kommt, na, dann kommen die ganzen alten Sachen wieder hoch, dass ich angeblich gesagt habe, er hat einen so großen Kopf, was ich ihn das erste Mal gesehen habe, wahrscheinlich weil die Schultern so schmal waren. Nicht? Dann habe ich gesagt, entschuldige Uli, er ist einmal 50% von Bernd und der hat dann so einen Schädel. Nicht? Das weiß ja eine Mutter vorher ungefähr, wie der Papa wieder ausschaut. Das ist ja keine Überraschung. Nicht? Und dann kommt sie mit dem Killer-Argument, wo sie sagt, Hauptsache gesund. Was heißt denn Hauptsache gesund? Was heißt denn das? Bitte, auf der Titanic waren alle gesund. Das waren kerngesunde Menschen mit Geld. Das heißt nichts. Dann ist ja überhaupt schon völlig verwirrt, die Uli. Also es ist nicht dieses, dass sie nicht nach Hause findet am Abend, sondern dieses verwirrt, dieses Kollektive, dieses Wir. Ja, also wir haben schon ein Zandi. Also wir alle haben ein Zandi. Wir alle, das weiß sie. Wir alle. Komm ich mit der Andrea zum Muttertagessen. Ja, ein Großkampftag. Andrea, bitte läut an. Andrea, läutest du bitte? Danke. Die Uli macht die Tür auf. Wir haben schon gegessen. Was heißt, ihr habt schon gegessen? Die Mama hat gesagt, Punkt 12.30 Uhr. Nein, nicht wir. Wir. Das wird bei euch aber dann einmal genauso sein, gell? Wenn's dann einmal so weit ist. Wenn's dann einmal so weit ist. Wir haben uns gedacht, nachdem wir am Kindertisch immer noch alleine sitzen, essen wir schon vorher was, damit die Mutti dann auch mit den Großen ein Schnabi-Schnabi machen kann. Gell? Und
Jetzt sind wir, glaube ich, schon ein bisschen müde. Jetzt haben wir die Augen schon ein bisschen auf halb. Hast du mein kleines Zwitschgel, du mein kleines Bündchen, du Boxel mit deinen kleinen Speckwackel, dich könnte ich ja lutschen und reinbeißen in dich, du kleines Zuckel, und dich wieder ausmachen. Ist die wahnsinnig geworden? Bitte, die Frau hat Germanistik studiert. Das ist ja alles den Bach runter. Da kannst du ja nicht einmal mehr Kolumne im Heute-Magazin geben. Und hinten kommt schon der Bernd mit die LOD Pantoffel. Ich bin schon da, nicht eine Kräuel. Ich hab gestern alles aufgewaschen können, nicht eine Kräuel. Macht mir keine Dreckflecken, sehr gepflegt ist alles an Dreck. Gefällt mir sehr gut, nicht in Ordnung. So, kommt's nur weiter. Sind schon alle da. Gell, da sitzt der Papa, der sucht noch was in der Zeitung. Der sucht weiter, Papa, wirst du das schon finden. Gell, da sitzt die Mutti, aufpassen, Sessel richten, dass man nicht runterrutscht. So, aufpassen, Popsel heben, Popsel hinsetzen. So, und aufpassen, Suppe ist ein bisschen heiß. Musst ein bisschen blasen, dass dich nicht verbrennst. Gell? So, da hab ich mir gedacht, mein lieber Holger, mein lieber Schwager, setz mir dich daher. Werden wir da die Andrea hersetzen, ich werde mich da drüben platzieren und die Uli setzen wir gleich in die Einflugschneise zur Küche. Mutti, aufpassen, Suppe ist ein bisschen heiß, musst ein bisschen aufpassen, dass da nichts passiert. So, ich hab übrigens übers Tischtuch noch ein Plastik drüber gelegt, dass nichts passiert, falls was passiert. Gell? Mutti, aufpassen, Suppe ist ein bisschen heiß. Ich sage, ich weiß gar nicht, wann es war. Was gestern, was vorgestern. Also, der Ferdinand Julius, sage ich euch, der lasst uns Sachen anschauen. Der kleine... Angeschissen bis zum Kreuz. Was ich dir gesagt habe, Andrea, wir sind eine katholische Familie. Das ist Gotteslästerung. Dafür hätte ich nicht zu Hause bleiben müssen. Na, da hätte ich auch arbeiten gehen können. Wie alle anderen. Ich hätte mich in der Früh schön angezogen. Ich wäre ins Büro gefahren. Und hätte mein eigenes Geld verdient. Mama, bitte um Entschuldigung. So habe ich das überhaupt nicht gemeint. So hast du es aber gesagt. Opfert man sein ganzes Leben. Und das noch dazu am Muttertag. Also, das habe ich mir alles ganz anders vorgestellt. Wer von lauter Beifall nicken, schon eine Vorstufe zum Schädel-Hirn-Trauma hat, ist der Bernd. Aber der muss ja zustimmen, weil er sonst in der Garage schlafen darf. Der Einzige, bei dem ich in dieser Situation Zuflucht finde, ist mein Vater. Der hört schlecht! Oder er hat das Weghören perfektioniert, man wird das nie erfahren. Sag einmal, wo habe ich denn das in der Zeitung gelesen? Das gibt's ja nicht, das war ja ein Batzen-Anonz. Da habe ich drüber, wenn man das nicht gleich rausreißt, das findest du kein zweites Mal. Das ist eigentlich unglaublich. Jetzt höre ich schon 5-6 Mal hin und her, Mutti. Ich glaube, das hat man auch rausgelesen. Da geht's mit bösen Geistern zu. Habt einmal selber Kinder. Dann werdet schon sehen, wie das ist. Ich meine, schaut doch nur die Uli und den Bernd an. Wie glücklich die beiden mitsammen sind. Unter uns, ich glaub, der Bernd sauft. Der Bernd hat nicht dauernd solche Flausen im Kopf. Das ist ein braver Familienvater, der ein ehrliches Geld nach Hause bringt. Um Gottes Willen, ich bitte dich, Andrea, nimm dir doch einen anständigen. Ha? Einen mit... mit dem du auch eine Familie haben kannst, der auch ein gutes Geld heimbringt. Ha? Nicht mit diesen ewigen Erfindungen, die dann eh alle nichts wären. Ich denke nur die selige Anne um. 1, 2, 3. Eine so eine brave Frau, soll ich euch was sagen? 2 Kriege hat diese Frau überlebt. Ja, aber euch nicht. Mama, bitte, das mit der Anni-Oma war damals ein Unfall. Und außerdem hat die Anne immer von sich aus gesagt, dass sie sich als Laboroma zur Verfügung stellt. Es rettet mich der Vater. Da haben wir's. Reisen, solange man sich noch an zu Hause erinnern kann. Ne? Sonst macht's keinen Unterschied. Alles da.
Im Oktober sind wir weg, die Mutti und ich. Sag mal, was heißt im Oktober, was brüllst du denn so? Der Einzige, der am Tisch schläft, hört, bist du. Wo sind wir denn schon wieder? Da hörst Graz, verdammt Nil! Ausgezeichnet mit 3 Sternen, all inklusive 299 Euro. Das sind keine 300 Hü. Alles Gute zum Muttertag. Schenke ich der Andrea auch einmal eine Kreuzfahrt zum Muttertag? Tod am Nil? Ausgezeichnet mit 3 Särgen? Gebucht im Reisebüro Uhu? Da kann es schon sein, dass jemand aus freien Stücken nicht den Nil kreuzt, sondern den Jordan überquert. Und zur Silberhochzeit schenken uns unsere Kinder eine Heizdeckenfahrt nach Grimmel. Um 29 Euro mit 8 Schnitzeln, wenn wir ankommen. Nein, ich glaube, das kann ich auslassen. Vielleicht sollte ich mit der Andrea jetzt noch was machen. Jetzt, solange wir noch zu zweit, also schon zu dritt, aber das ist ja noch alles indoor, das ist ja pränatal, das ist ja alles noch dabei. So, aus, ganz kurz, obe vom Gas. Ich bin jetzt 35. Ja, man sieht's nicht. So. In 6 Jahren kommt das Kind in die Schule, da bin ich 40. Wurscht, rechnen. Ja, 40. Rechnen. So, 40, dann geht's 10 Jahre in die Schule, bin ich 50. Dann macht's, ist fertig und dann beginnt's zu studieren. Sagen wir 10 Jahre, bin ich 60. So ist 15 Jahre, bin ich 65. Dann tue ich selber noch 10 Jahre was und sollte es dann noch eine Pension geben, bin ich 75. Ich gehe in Pension, der Druck fällt von mir ab und ich tot um. Das geht mir alles schnell. Ich habe nur mehr 8 Monate zum Leben. Ich meine, entschuldige, in 25 Jahren bin ich vielleicht schon Großvater. Vom Vollmodel oder vom Top-Trottel. Ja? Das ist unser Cyberhaus noch nicht einmal abbezahlt. Überlegt sich meine Tochter schon, wie es die Bude am günstigsten wieder schleift. Nicht? Na gut, das ist dann damit machen, was sie wollen, wenn ich unter der Erde bin. Nein, den Satz hat mein Vater immer gesagt. Ich sage das erste Mal einen Satz, den mein Vater immer sagt. Das ist der Anfang vom Ende. Also vielleicht ist es besser, wenn mich das Kind nie kennenlernt. Eine super Idee. Ja, kein Vater ist besser als ein schlechter. Und mit der Auszahlung der Versicherungsprämie kann die Andrea mit dem Kind gut leben, laut Bernd. Ja, und eine alleinerziehende Mutter ist heute keine Minderheit mehr. Ich denke mir einfach weg, ich tauche unter. Das reicht aber. Jetzt bin ich kein Goldfisch. Unser Nachrichtendienst hat herausgefunden, mit Neil Armstrong haben sie nichts zu tun. Mit Mahatma Gandhi haben sie nichts zu tun. Mit dem Kaiser von China haben sie auch nichts zu tun. Sie haben nicht einmal etwas zu tun mit dem Terroristenführer Omar Ani. Jetzt frage ich Sie, was machen Sie den ganzen Tag? Was mache ich den ganzen Tag? Jetzt fängt mir der an. Naja, wenn ich nicht gerade tauchen bin, bin ich in der Botschaft, ja? Dann bin ich Erfinder. Und gemeinsam mit meinem Komplizen habe ich einen Atombetrieb in einen Kochtopf erfunden, ja? Und mit dem ziehen wir durchs Land. Und außerdem bin ich Erfinder der Hermann-Methode. Nein! Sie sind eine Quack-Quack-Quack-Quack-Quack-Quack-Tasche. Die Hermann-Methode ist von Holger Wieher. Unser Botschafter war zufällig bei seiner Buchpräsentation in Sickertskirchen. Sehr interessant. Er kämpft sich gerade durch das erste Kapitel. Ui.
Schaf, mehr, mehr, noch mehr, viel mehr, noch viel mehr. Wo bin ich? Ist das der Atlantik? Ich bin in Irland. Kein Handy, kein Laptop, keine Mails, ehrlich. Ich bin ein Cowboy, allein im Land der großen Autoren. Vielleicht werde ich Autor. Roman und Romana fahren nach Rom zu Romans Romanverleger. Am Weg sagt Roman zu Romana, sag, kennst du den Roman A? Drauf Roman A zu Roman? Nein, ich hoffe mir den Roman. Vielleicht auch nicht. Aber ich bin eins. Mit dem Wind. Den Wellen und dem Meer. Und dem Hirten. Ja, hello, Hirte. Ha? So lädt noch ab. Da steht der Hirte, super, der, weiß ich nicht, zwei Kinder, 10 Schafe, eine Frau und einen LUT-Sweater. Wo der Bernd überall hinkommt. Wow, endlich allein. Jetzt bin ich allein. Das ist ja unerträglich. Was wird die Andrea jetzt machen? Wird sie mich vermissen? Vielleicht hat sie recht und man braucht überhaupt nicht so viel zum Leben. Wenn ich mir den Hirten anschaue, der hat nichts und eigentlich alles. Man shit. Wo ist unser Stern? Haha, wo ist der Stern? Da ist er! Andrea! Jedes Mal, wenn ich neben dir aufwach, dann weiß ich, dass ich neben der richtigen Frau eingeschlafen bin. Es tut mir leid. Wenn jetzt der Hermann da wäre, mit unserem Katapult würden wir mit einer Leichtigkeit dieses Fischerboot versenken. Der geliehene Viertband aufs Katapult, Leinen los, der hebt ab, der kleine Italiener. Treffer versenken, wir wollen's nicht. Der Papa wird schon richten, das gehört zu seinen Pflichten. Dazu ist er ja da. Papa klingt gut. Ja, komm her. Ja, lauf her, das kannst du ja schon. Na, komm her. Vielleicht schaut es ein bisschen aus wie ich. Na, komm her. Gott, bin ich ein Idiot. Jetzt, wo ich sage, jetzt steh auf, was ist da mit Papa, ist ein Boscher, da muss ich die Andrea wort im Auto gratuliere von ganzem Herzen. Komm, ran weg die Tipp, wir haben überhaupt keine Zeit zu verlieren. Hermann, wo bist du?
Wo bin ich? Achso, bin ich da. Hermann, wo bist du? Ich warte seit 2 Stunden. Auf der oben vom Gas. So, der Reinach. So, hoch zu. Jordan TV hat unsere Show gekauft. Glaube mir, der Freund, ja, ist jetzt der Botschafter. Botzen-Fan von uns, raucht wie Schlot. Und glaube mir noch, das waren keine leichten Verhandlungen, mein Lieber, ja. Wir bekommen eine eigene Sendung. Wir werden zu Millionen unsere Töpfe ins Land verstreuen. Ich hab da gesagt, das wird groß. Hermann. Hermann, ich kann überhaupt nicht kochen. Ich kann nur Spaghetti. Spaghetti mit nix. Spaghetti mit ohne. Ja, aber das ist Wurst. Wurst? Die Show lebt von deinem Wortwitz. Ja, ich kann kein Wort Arabisch. Aber das ist Wurst. Nein, ist es nicht. Ist nicht Wurst. Und außerdem heißt es Wurst. Merkt ihr das? Ich hasse das. Bitte, Wurst. Es ist nicht Wurst. Hermann, du warst jetzt 2 Stunden nicht da und es hat sich was verändert. Ich bin drauf gekommen, dass ich eine Familie habe und dass sie das total schön auch spürt. Was mache ich im arabischen Fernsehen? Jordanwasser verkochen? Ich habe dort nichts verloren. Hermann, ich steige aus. Ich steige aus. Ja, jetzt. Glücklich bin ich. Ich steige aus. Es gehört alles dir. Ich vergönne es dir wirklich. Ich fange ein geregeltes Leben an. Ich mache einen normalen Job. Ich wär, weiß ich nicht, Polizist und lass mich umschulen auf einen Postler. Ja, wo ich angemeldet bin, wo ich am ersten mein Geld verdiene. Ja, aber nicht nur, wo ich versichert bin, aber nicht nur auf sicheren Tod wie beim Bären, sondern auch gegen Gesundheit. Ja, ich will einfach nicht mehr jeden Tag mein Leben neu erfinden. Ja, ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben Verantwortung. Ich hab Holger, die Andrea ist so stolz auf uns wegen Jordanien. Ich meine, du kannst ja jetzt nicht aufhören zum Dramen. Musik! Vielen Dank. Ich habe noch eine kleine Zugabe vorbereitet, weil ich habe, da hinten ist nichts und ich gehe dann ab und weiß hinten nicht, ob man noch klatscht, ja, und eine Zugabe verlangt oder ob eigentlich kein Mensch klatscht, ich es nur als Klatschen wahrnehme, weil nur die Türen aufschlagen und sie eigentlich sie sich schon die Jacken anziehen, nicht? Und dann komme ich da raus. Und im Mitleid aller, na huch, man ist das halt noch an. Und das will ich Ihnen ersparen und mir vor allem. Und dementsprechend spüle ich jetzt alle, die zieht das durch, das habe ich mir so vorbereitet. Und wer will, kann gehen, ich bin am nicht böse. Ja, also ich hole mir meinen. Wirklich nicht böse, es dauert wirklich schon sehr lang. Ich habe heute ein sehr intellektuelles Publikum. Und ich muss da einleitend nur sagen, gäbe es dieses, schön mit dir übrigens auf einer Bühne zu sitzen, es ist. Gäbe es dieses Lied nicht, dann gäbe es das Stück nicht und gäbe es das Stück nicht, dann gäbe es dieses Lied nicht. Ja? Den Rest können Sie sich zusammenreimen. Und das habe ich geschrieben für meine beiden Damen, die zu Hause sind. Leise, ganz leise legt sie der Wind. Leise, ganz leise singt die Sonne.
und macht den Himmel blind. Nur einzelne Sterne haben jetzt noch das Sagen. Ihr lächelt mir die Nacht, eine Nacht wie heute Nacht, lass ich mir nicht verdauen. Ich hab das Gefühl, dass die Zeit steht, und zwar nur für mich. Es ist alles logisch und einfach, in meinen Armen da halt ich dich. Jetzt nimmer allein und nimmer so wie früher. Doch fester denn je siehst du den Stern, ich will mit dir gemeinsam zu ihm gehen. Was komme immer klar vor, doch glücklich zugleich, dass mir sowas passieren darf, das kenne ich nicht, das ist neu. Ich zähl jetzt schon die Tag, bis ich dich sehe. Ich geb euch, was ich hab und was wir sonst noch brauchen, das check ich sicherlich. Leise, ganz leise schlägt sie der Wind. Leise, ganz leise geht die Sonne auf. Dann bist du da, mein Kind. Jetzt sind wir zu dritt, weil du uns ausgesucht hast für dich. Wir nehmen dich mit an der Hand und tief im Herzen in dein Lachen. Und deiner Fantasie. Kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Musik! Danke dir. Vielen Dank. Danke, Musik. Danke. Haben es so gewollt. Ich werde normalerweise von einer Band begleitet. Ich habe aber keinen Platz auf der Bühne. Jetzt habe ich gesagt, ich mache das allein. Ich habe sie aus meinem alten Programm. Hat das wer gesehen? Wegen Renovierung offen? War der? Na? Da schau her. Dann kennst du die Nummer. Was Künstler haben, ist Zeit. Sonst nicht viel, aber Zeit haben sie. Und ich habe so eine kleine Hacienda in Niederösterreich. Und da habe ich, also zu meinem Haus führt ein Holzweg, tragisch genug. Und da sitze ich oft und schaue. Ne? Da sitze ich auf meinem Holzweg und schaue. Also auf meiner Terrasse, wo der Holzweg ging, und habe dort eine Beobachtung gemacht. Und zwar war es eine Ameise, die hat ein Brösel über diesen Holzweg getragen, der mir offensichtlich bei einem meiner Frühstücksorgien aus dem Mund gefallen ist. Ne? Und der dort liegen geblieben. Und hinter dieser Ameise war eine Ameise und vor dieser Ameise war auch eine Ameise, also man könnte dann sagen mehrere, und das war eine Ameisenstraße in Summe. Und jede hat was getragen. Ja, und das Schöne, also diese schöne Beobachtung an dem, die mich inspiriert hat, war jene, dass jetzt die Ameise mit dem Brösel, der Ameise, die vor ihr geht, mit der Nadel, ja, wo auch immer die Hitterung hat, weiß ich nicht, das wird schon Sinn haben, jetzt nicht das Brösel auch noch umgehängt hat, ja, mit der weisen Voraussicht, die wird schon der Zahn, sondern das selbst getragen hat und... Ich mag mir jetzt nicht anmaßen, den Gesichtsausdruck einer Ameise zu bewerten, aber die hat mir eigentlich einen sehr runden, gemütlichen Gesichtsausdruck gemacht. Also,
bin jahrelang 7.30 Uhr, Heiligenstadt, U4, da schauen die Leute anders aus. Ja? Und ich auch Ding und gehen aber auch so wieder heim. Also das gehört offensichtlich zum Beruf dazu. So. Und habe jetzt folgendes Problem. Ich habe Ihnen ein Lied gewidmet, das heißt Die Ameise. Das werde ich Ihnen jetzt vorspielen. Und habe aber jetzt folgendes Problem, dass ich diese Viecher nicht mehr umbringen kann, weil ich jetzt ein nahe Verhältnis zu ihnen habe. Was sicher wurscht ist, weil wenn sich die in meinen Garten verlieren, soll so sein. Nur wenn sie die auf meinem Wurstbrot verlieren, dann wäre ich auch nervös. Jetzt schicke ich sie zu meinem Bruder, der wohnt oberhalb. Und da sage ich, du gehst auf zu ihm. Der duscht euch mit dem Duss. Ja. Ich putze mich ab, heuchle hier Tierschutz. Ja, eine Win-Win-Situation, wie sie selten vorkommt. Und auch bezeichnet. Und was, worum es eben geht, dass ich mir gedacht habe, wir sind unser fortschrittliches Denken und wie intellektuell und wie gescheit wir jetzt sind, die werden uns überleben. Und darum habe ich Ihnen dieses Lied gewidmet. Ihr werdet uns. Ich muss das Intro anders spielen. Na, mich würde mich interessieren, ob das wer kennt, die Melodie, weil ich es gestohlen habe. Kennt ihr, wer? Ihr werdet uns überleben und euch werden wir übergeben. Den Rest von dem, was noch da ist. Was euch ausmacht, ist der Fleiß und der Stamm um jeden Preis. Bist du auch nur winzig klar, du bist nicht allein. Von der Last, die du tragst und von der Arbeit, mit der du dich plagst, hat doch alles für dich seinen Sinn. Du machst das für deine Königin. Nur für sie willst du leben und für sie wirst du alles geben. Das ist dein Schicksal, ist dein Platz. Das ist dein Nachwuchs, das ist dein Schatz. Du willst nicht mehr sein, als du bist. Niemand, der fremde Fahnen hisst. Traust deine Runden in dem Lauf. Einfach nur grad und da bergauf. Ihr werdet uns überleben und euch werden wir übergeben. Den Rest von dem, was noch da ist. Räumt ihm zusammen, so wie er kehrt, so wie man echt zurück im Hand, wo er eh nichts wert. Und ist die Sonne wieder zum Sehen, dann kehrt er euch, ist das nicht schön. Und ist die Sonne wieder zum Sehen, dann kehrt euch, ist das nicht schön? Dann kehrt euch, ist das nicht schön? Danke fürs Kommen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Dankeschön. Es war ein sehr schöner Abend mit Ihnen. Danke. Thank you.
Thank you.